Da ruft letztens Belasch den Besitzer vom Diamonds an. Ich höre es wirklich Schmutz. Ich habe mir seinen Album angehört. Ich schwöre, ich habe im Auto eine Stunde gelacht. Ja. Kennst du Sinanji? Kennst du Sinanji? Wollen wir über Sinanji reden? Das ist voll das geile Thema. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rusa. Eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yes, ja, ich habe mich getroffen mit dem Flizzmaster Flair. Ihr wisst Bescheid, was soll ich euch erzählen, Freunde? Wir haben ein bisschen gequatscht über, was liegt gerade an. Tour, nächste Tour, Album, Vibe 2, Cheekmaus und ja, eine Menge Sachen, die gerade anliegen. Ihr wisst, Freunde, was soll ich euch erzählen? Ich halte doch das Intro kurz. Viel Spaß bei dem Talk und wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Hier ist es, yo. So, Bombe. Ja, so ist gut. Was geht? Ja, boah, viele Kameras. Schon lange nicht mehr gemacht, dieses Game. Was los? Am Start. Flizzmaster am Start. Machst heute. Was los? Das mache ich ja im Intro. Vorher. Ach, stimmt. Dich. Das hat man vergessen. So lange her schon. Ich auch, ja. Ich bin so raus, Alter. Ich bin so raus aus dem Interview-Game, Alter. Alter, was geht, Alter? Wie geht's? Was geht's? Lange nicht gesehen. Das ist auch. Das glaubt keiner mehr, ne? Kennst du mich noch? Kennst du mich noch? Mittlerweile, du so richtig immer weißt, die dicksten Kumpels, das, aber. Das ist echt. Ja, scheiße, deswegen, ich dachte, wir tun so als auf Dings so. Deswegen. Du bist seriöser Journalist, ich bin so. Das ist auch alles vorbei. Wir sind jetzt Twitcher geworden. Du ja nicht mehr. Ich fick Twitch. Lass direkt anfangen. Twitch-Thema hatten wir gerade. Ja. Ich hab dir gesagt, und das ist Real Talk, meine Meinung immer noch auch. Ja. Potenzial hast du, um der größte Twitcher zu werden. Oder einer der größten in Deutschland. Vom Potenzial her, weil du bist so ein Typ. Du fuckst dich ab, du reagierst immer anders, als man erwartet. Du hast einen cholerischen Beigeschmack. Wenn du das durchziehen würdest. Ich hab's doch durchgezogen. Ja, aber du hast das, ja, die ersten Monate war geil. Da bin ich auch immer in dein Switch gekommen. So cool, dann hast du angefangen, ja, da haben wir geil. Aber du hast halt immer dieses Problem, du reagierst dann auf Sachen zum Beispiel und dann nach zwei Minuten, scheiß mal, mach mal aus jetzt. Aber um durchzuziehen, also man muss halt das durchziehen. Das ist halt auch kein 16, aber also, auch kein 12. Also die Natur der Sache ist ja bei Twitch, dass man sich mit anderen Sachen beschäftigt, ja, seine Meinung dazu sagt und mit seiner Meinung, also entweder man hat eine, also was für mich absurd ist bei Twitch, entweder du hast eine Meinung zu einer Sache, dann hast du Ahnung, du hast eine Expertise, ja, oder du möchtest nur was sagen, damit es irgendwie wieder kontrovers klingt. So. Lange Rede, kurzer Sinn, ich muss nicht zu jeder Scheiße meine Meinung sagen. Also ich hab, oder anders gesagt, also viel wichtiger, ja, ich habe wirklich nicht zu vielen Sachen eine Meinung. Das denkt man jetzt von einem Flair nicht. Ich wollte gerade sagen, das denkt man gar nicht von dir. Es gibt 3-4 Themen auf dieser Welt. Ja, Mode, da bin ich der Multi-Klugscheißer. Mode, Muskeln, Rap, Frauen. Frauen und Muskeln. Also Bodybuilding, ja. Klamotten hast du schon gesagt. Es gibt bestimmt noch ein paar Themen mehr. So, aber ja, das sind so deine. Es gibt Sachen, ich interessiere mich für gewisse Sachen so und dann sage, und weil ich mich für Sachen interessiere und weil ich mich dann halt auch mit Sachen auskenne, dann ja, bin ich auch in Diskussionen so, wenn zum Beispiel, wenn diese ganzen rechthaberischen Flair-Attacken, so, die kommen ja wirklich da auf Rap bezogen, weil es mein Leben ist, Alter, und weil ich mir dann so denke, ey, wen wollt ihr ficken, wen wollt ihr was erzählen, so. Mhm. Und bei Twitch ist die Natur der Sache, dass man da so weltoffen ist und sich mit allen Sachen befassen muss. Und dann muss man, also ich habe ja auch andere Twitcher dann beobachtet, so Montana Black, der einer der größten. Viele Grüße an Montana Black. Ja, auf jeden Fall. Lieber Grüße Typ, an der, ja, Stelle. Ja. Der ist der andere. Knossi ja, macht aber auch ja viele andere Sachen. Und Knossi ist richtiger Homeboy, richtiger Kumpel. Die haben auch so diesen Bezug zu der. Also das Coole an denen ist, die sind so irgendwie ill, die haben auch irgendwie so Tattoos im Gesicht oder sehen so crazy aus, aber die haben immer noch einen gesunden Bezug zu der Realität, zu den normalen Menschen. Zu dem normalen, oder auch KuchenTV, habe ich letztens was von dir und KuchenTV und Talk gesehen. So. Wenn man diese Jungs da sieht, so, die reden dann so, ja, ist ja Battle Rap und dann ja, aber ich rufe die 110. Also du merkst so, die sind so wirklich normale Jungs. Ja, die sagen Sachen so, wenn ich das sagen würde oder wenn einer das in meiner Welt sagen würde, das wäre für mich Todesurteil. So. Und du zum Beispiel bist ja auch ein guter Twitcher, weil du kannst mit solchen Leuten dann gut reden und sagst, ey, du hast dann, es gibt die Hip-Hop-Straßenregel, oder es gibt die Straßenregeln, es gibt die Hip-Hop-Regeln. Ja, es da gibt es da Überschneidungen. Gibt es Überschneidungen. Ja. Dann gibt es irgendwie auch die Hip-Hop-Internet-Welt und dann gibt es irgendwie so die Twitch-YouTube-Welt, die dann aber auch rappt. Und da sage ich die ganze Zeit, bin ich voll raus.
Also ich habe wirklich, also ich habe spätestens bei diesem Interview mit dir und KuchenTV und wie heißt der andere, der Homeboy, der dann in Twizy, Twizy, alles nette Jungs, so, aber die sind ja auch schon, die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Die haben Baba Zart gerappt, sind jetzt keine Kids. Um die 30, würde ich sagen. Um die 30, würde ich sagen, weiß ich ja nicht. Und sind in ihrer, sind wenn man die da so sieht, Alter, coole Typen, und dann sagt sie, ja, Babassat. Und wenn ich dann Babassat, dann schicke ich ihm Unterlassung. Ha, 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 ha. Und die sitzen da in ihrem Zimmer, Alter, und sagen Sachen so, ich gucke mir das an und denke mir so, Bruder, es ist nicht, überhaupt nicht mein Ding. Also, dass man sich darauf geil findet, dass man so alles, also das sind so wie, kennst du so, ich habe ein gutes Beispiel. Kennst du so diese dicken, fetten Daddys, die so am Sonntag mit ihrer Harley so über die Autobahn fahren und so sagen, ich bin so 1% der Outlaw? Diese, 1%? Nein, diese Filme. Du weißt, was ich meine? Diese, ich bin richtig der Outlaw. So, du gehst von Montag bis Freitag, gehst du in deiner verfickten, was ist der Outlaw? In deiner Malerei, in deiner, ehrenwerter Job. Ich will nichts dagegen sagen. Klar, nee, ich verstehe, was du meinst. Du lässt dich, aber du lebst kein Outlaw-Leben, aber nimmst dann die Attribute am Wochenende, wenn deine Frau dich, so, wenn sie dir Ausgang gibt, Alter, und machst dann so einen Kernel auf der Straße, ich bin richtig ein mieser 1%. So. Das ist für mich so, so Leute, die im Endeffekt so danach aussehen. Auch gerne Attribute und Elemente aus irgendeiner Kultur oder aus irgendeinem Lifestyle nehmen, aber die Essenz, wirklich das Wichtige davon, da sind sie dann so, ich bin, dann rufe ich die 110 oder dann rufe ich dann Unterlassungsklage oder keine Ahnung. Und das ist für mich so, keine Ahnung, Alter. Und ich komme jetzt von mir, ich versuche nur zu sagen, so, wie soll ich mich da einfügen? Na gut, ich würde sagen, das sitzt natürlich total in verschiedenen Welten. Ich musste mich ja auch so ein bisschen einleben. Aber ich bin ja eh so ein bisschen mehr der. Ich bin ein bisschen so. Auch nicht so ganz wie du. Ich habe ja nicht so diese Straßendings wie du. Auch die Vergangenheit nicht. Deswegen, für mich ist das schon cool. Ich finde auch Leute cool, die so sein können. Ich meine ja nur, es ist ja, auch Respekt und so. Ich habe dich jetzt auch nicht verstanden, dass du die dirst. Du sagst nur, das ist ein anderes Leben. Ich habe ein anderes Leben. Ja, ja. Nur voll verstehe ich. Ich habe nur gedacht immer. Weil du halt natürlich, du bist sehr bekannt, auch über den Rap hinaus, Leute kennen dich, ob jetzt nur wegen deiner Musik oder wegen Medialität, so, keine Ahnung. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Es hat echt gut angefangen mit Twitch, aber du hast wirklich nachgelassen. Ja. Auch bockmäßig hast du nachgelassen. Ich habe keinen Bock gehabt. Ja, 100% keinen Bock gehabt. Ich komme zu dir. Überabgefuckt, sehr ehrlich, überabgefuckt. Du so, ja, lass um 10 machen. Man hat gemerkt, dass, als ob da so Arbeit ist, so kein Bock mehr. Ja, ja. Es ist ja auch ein bisschen wie Arbeit, ne? Das ist, man muss es schon ernst nehmen. Und es geht mir nicht, es geht mir nicht um dieses sozusagen, also ich zum Beispiel, also was, ich bin mal ehrlich, ich rede mal ein bisschen über mich und mein Leben das letzte Jahr. So. Zum ersten Mal in meinem Leben, seit einem Jahr, hat sich auch bei mir viel geändert, privat, Freundin hat sich geändert, auch mal ein bisschen rausgekommen aus Berlin, mal die Welt ein bisschen gesehen, mal auch mal im Urlaub gewesen, alles schön und gut so. Und aber zum ersten Mal in meinem Leben hat sich Folgendes geändert, dass nach Corona hat sich für mich oder auch für uns alle in dieser Rap-Szene ein Problem für mich persönlich oder auch für alle, also für mich ist es ein extremes Problem, für andere weiß ich nicht, dass es keine Fahrtrichtung mehr gibt in dem Sinne. Guck mal, in meiner Jugend war das immer so, egal, was ist mit Mutter, egal, was ist mit Vater, egal, was ist mit Freunden, egal, was ist mit Freundinnen, egal, was ist, ich wusste immer, ich kann nachts rausgehen, meine Trains mal. Ja. So. Dann später war es so. Das war dein Rückzugsort. Machen und egal, was ist, wenn ich egal, was um mich rum passiert, wenn ich mache, habe ich gemacht und ich weiß, es führt zu etwas. So. Dann später war es mit Rap. Egal, was ist, ins Studio gehen, rappen, Songs rausbringen. Sogar in der Internetzeit kam mir das sogar zugute, weil dieses immer warten, bis man ein Album rausbringt, damals war ja voll kompliziert mit Vertrieb und dann so. Wo das immer schneller wurde und Internet und immer mehr Release und so, hat es mir einen Push gegeben und war geil. Die Leute kennen es von mir, ich habe jedes Jahr ein Album rausgebracht, mindestens und so. Weil es für mich dasselbe Prinzip war wie Graffiti. Es gibt Quantität und es gibt auch Qualität. Man muss beides liefern. So. Und jetzt mittlerweile, Alter, denke ich mir so, man weiß ganz genau, dass ich will jetzt nicht auf andere gehen, ich will jetzt auch nicht nörgeln und ich will jetzt auch nicht sozusagen das als Entschuldigung für irgendwas nehmen, aber die Wahrheit ist gerade, dass die Zahlen extrem manipuliert sind, dass sozusagen die Außenwahrnehmung, wie Musik gehört wird, wie Musik konsumiert wird, wie sie vertrieben wird, einfach ins Leere läuft.
So, das bedeutet, alles, wenn ich jetzt diese Metapher, ne, ich gehe morgen raus, train mal, es sieht eh keiner. Beziehungsweise der Train wird manipuliert. So. Und das ist eine Sache für mich, dass ich sage, ich habe kein Ventil mehr gerade. Also für mich ist gerade, das Ventil ist gerade kaputt, weil ich mir so denke, ich habe mich da bei Twitch hingesetzt, Alter, und habe da keine Ahnung, ich könnte jetzt bei Twitch sozusagen das als Ventil nutzen, aber dafür ist jetzt kein Disrespekt, aber dafür ist es für mich zu wenig eine Kunstform. Also, ja. Es gibt Leute, die machen daraus. Es gibt. Du weißt, was ich meine. Ja, ich meine. Jetzt habe ich so die Twitcher, jetzt habe ich die bei Twitch so. Nein, ihr seid nur Keks, die rumsitzen und scheiße. Es ist ja auch irgendwie ein Style, aber für mich ist so das Ding, Alter, wenn ich jetzt morgen einen coolen Song mache. Komm, ich kann immer wieder nur auf Graffiti, Leute. Sorry, dass ich so stottere, aber wir haben lange keine Interviews mehr gemacht. Ich fahre durch Berlin und ich schwöre dir, ich sehe nur toll Graffitis. Ich fahre durch Berlin und ich sehe viele Graffitis. Ich rede jetzt von West-Berlin, ich bin nicht oft im Osten, so wie andere Rapper, die meinen, sie hängen in Berlin rum. Und ich sehe nur Toy-Shit. Weißt du, was das bedeutet? Kein Nachwuchs mehr, meinst du? Es wird irgendwie gemalt, aber keiner hat denen erklärt, dass die scheiße sind. Ja, also ich muss sagen, früher hatten wir auf jeden Fall mehr krasse Helden und so und auch Leute, zu denen man aufgeschaut hat oder Bilder, die man geguckt hat. Es gibt heute in Berlin sicherlich auch noch viel Action, aber ich glaube, viel hat sich ins Internet verlagert. Leute konzentrieren sich nur noch auf Instagram-Bilder. Weißt du, die Bahn machen irgendeine Bahn. Ja, und das Problem ist halt, dass die, wenn die sozusagen, also wenn jetzt morgen wenn in den 90ern jemand gemalt hat, dann haben die danach auf jeden Fall, Alter, 50 Typen gesagt, du bist ein Toll. Ja, weiß schon. So, und heute sagt denn keiner mehr, die sind Toys. Heute ist so, Hauptsache im Internet viele Klicks, Hauptsache bei Instagram viele Klicks. Ich will damit sagen, es gibt in der reellen Welt leider und auch in der Hip-Hop-Szene gibt es auf jeden Fall Anzeichen dafür, dass dieses System, so wie es gerade läuft, dass es auf jeden Fall was kaputt gemacht hat. Da ist keine Quali mehr, Alter. Es wird viel gebombt, es gibt auch in Berlin gibt's die Legenden und es gibt wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die gut sind gerade, aber der überwiegende Teil ist richtig Trash. Aber soll ich mal sagen, jetzt mal ganz kurz wegen Graffiti, ne? Ich habe mit Mock letztens über Graffiti ganz lange geredet. Ne? Ich muss echt sagen, eine Sache, die wirst du auch kennen. Früher, also dieses immer früher, ne? Ganz ehrlich, eine Sache war auf jeden Fall, also viele Sachen sind heute besser. Wie zum Beispiel, man hat ja so Helden, man hat deren Bilder jahrelang verfolgt, man kannte die aber nicht. Man wusste nicht mal, wie die aussehen. Ne? Yeah. Man hat auf die Bilder so eine Projektion auf diesen Typen gehabt. Dann hast du den gesehen und dachtest, was für ein Opfer. Ein Junkie. Man, ja, die meisten Sprüher, die ich kannte, kennst du auch. Ja, ich weiß. Das sind zahnlose, Heroin hängen gebliebene Alkoholiker. Die sterben an Gase. Natürlich nicht alle. Ich meine, es gibt natürlich auch voll die Unterschiede so. Ne? Es gibt einer meiner Helden aus der Jugend, wirst du vielleicht als Berliner, kennst du ihn, ich habe ihn nie kennengelernt. Amok zum Beispiel, ne, du kennst ihn wahrscheinlich nicht, aber... Ich kenne ihn nicht persönlich, nein, weil es ist Zuglegende. Ja, also ich war da kleiner Kecko und Amok ist ja wirklich der Erste mit Odem. Ja, das ist für mich jemand, wenn ich den auf... Du weißt, der gibt Interviews, ne, jetzt, also der zeigt sein Gesicht. Ja, ich habe jetzt, wenn ich sein Instagram sehe, der sieht aus, gut aussehender Mann. Der ja, Türke mit weißem Bart. Weiß, richtig gut aus. Ja. Aber das selten. Ja, ich weiß. Sehr viel mehr ist... Dass du die Helden deiner Vergangenheit siehst und denkst so, Alter, was ist denn mit dir? Ja. Das ist auch, weil. Aber das kann man natürlich, also es ist natürlich scheiße, wenn es so läuft, aber es ist wirklich, weil es der Lifestyle zu hart ist. Ja, klar. Nee, weil das also vor allem. Die 90er damals ging nicht mit so. Nein, Heroin war auch die Droge damals. Und Hero, also es gibt ein paar, die auf Hero abgestürzt sind, aber scheiß mal, allein schon Alk. Ja, Alk, also, super krass Alk. Ja. Und. Weißt du, was es nicht gab früher zu Graffiti? War ja so, nur dein Bild spricht. Du gehst nicht auf Partys, du triffst niemanden, es gibt keine Person, die dir sagt, zieh dich mal an, Alter, steh mal auf. Oder du gehst mit Farbe, irgendwann du wäschst auch nicht mehr. Egal, ist eh morgen wieder am Sprühen. Lass dran, halb noch da. Bruder, ich habe Leute kennengelernt in der Zeit, ne? Mein Gott. Ja. Also meine Generation war ja so dieses 2000er-Ding. Wir haben ja den Style und die Kunst angeht, von diesen Leuten gelernt. So, es gibt so Typen wie Shaq, ist eine Legende, wenn der irgendwo langläuft, der sieht auch aus wie, Alter, also der, leider ist er auch wirklich ein bisschen so, muss man bei allem Respekt, ne, er ist genau so ein Fall, dass man sagt, leider ein bisschen zu viel
Substanzen. Also aber man muss auch sagen, ein typischer Künstler. Ne? Also wirklich dieser, der nimmt einen Stift in die Hand, ist da irgendwie, kann kaum reden, aber malt dir was und du verstehst die Welt nicht mehr. Ja, es ist so verrückt. Die Schönheit kommt von denen durch die Kunst. Ne? Genau. Und heute gucken wir mehr, halt das meinte ich halt, heute guckst du mehr, dass du selber gut aussiehst. Naja, meine Generation ist ja sozusagen diese DRM, MGS, also du kennst ja GRS, RCB, also es gibt diese Amok-Generation, SOS, diese ganzen Multi-Oldschooler in Berlin, ja, die alles begonnen haben. Force. Danach, ja, Force war in der Generation von Amok, aber ein Junger. Ja, ja. Force war absolute, für mich als Kind Legende. Shoot-Style. Es ist einfach so krass. Heute meint noch keiner besser. Ja, das war krass, ja. Mann. So. Ich habe immer mich gefragt, Alter, wer ist das, Alter? Ja. Und dann kam danach, dann war so diese Generation, diese Voss-Generation gehört schon zu dieser RCB, GRS ist ja, gehört ja mit dazu. Und danach kam halt diese Generation, die denen was beweisen musste. Ja, okay. Verstehst du? Und die haben Mutter gefickt. Okay. Die haben ja wirklich in Häusern geschlafen, irgendwo in Baracken, haben Cans geklaut, Essen geklaut, in Malen gegangen, wieder Essen geklaut, Cans gegangen, Malen gegangen, so. Und jetzt stell dir vor, so ein Typ, der, keine Ahnung, in der Woche 10 Trains malt, den musst du beeindrucken. Was machst du? Du machst 100 Trains. Ja, genau. Und jetzt kaputt machen. Muss sie kaputt machen. Und in dieser Generation, also es gab diesen, in den 90ern, hier, die 90er, so, da gab es ja diese Gang-Ära auch, diese 36 Boys. Und die waren natürlich auch Typen in Berlin, die so natürlich was in Bezug zu Graffiti hatten, aber die haben natürlich dieses Represent auf der Straße, so, man muss eine Bomberjacke tragen, man muss eine enge Levi's tragen und man muss irgendwie was Kenneck-mäßiges, was Macho-mäßiges rüberbringen, so. So was Beko zum Beispiel mitgemacht hat. Und es gab da auch schon so diesen Gangbang-Style. Aber trotzdem ist meine Generation dieses so, wir sind brighter, aber wir können auch keine Opfer sein. Wir müssen ja auch dann sozusagen auf dem S-Bahnhof oder auf dem U-Bahnhof halt auch cool aussehen. Und dadurch ist diese Carlo Colucci Cordon-Sport-Sache. Ja, ja, früher haben wir nur auf Nützlichkeit geguckt. Ich habe das gelernt. Ich war ja einer von den Anfängern hier, so eine Jüngere, ne? Und wir haben geguckt, nur Nützlichkeit, nur nach Baudings anziehen, wo passen mehr Dosen rein. Nur nach Nützlichkeit, nicht nach gut aussehen. Yeah. Auf den Fotos warst du nicht drauf. Du, yeah. Ist egal, wie du aussiehst. Ja, durch diese, das ist ja auch das Ding, wo ich schon früh angefangen habe zu checken, was so Marketing bedeutet und was so. Ja. Also das eine ist die Kunst und das andere ist, wie du dich verkaufst. Du weißt, diese Train-Videos, True to the Game, Hard to Burn. Ja. Du siehst so einen Typen so mit Maske, er ist voll breit, hat einen Carlo an, da kommt der Checker, er haut ihn, er läuft so cool. Ja, so, ja, wo hab ich schon so gedacht, aha, guck mal, das ist Talk, das mache, shit, das Beises, er hat da, guck mal, wie er füllt, Level, er hat ein Dings gemalt, ein Frontside mit zwei Händen und so, taktlos. Das war, da hast du schon gecheckt, Level okay. Die Vermarktung hat schon begonnen. Ich habe das mal schon erzählt, aber Level war krass. Ich war einmal in Berlin, ganz, ganz, ganz früher so. Und dann habe ich natürlich nur Augen für Graffiti gehabt. Und ich weiß noch, meine Augen sind so aufgegangen. Ich sehe einen so Level-Tag einfach nur. Ein Tag nur. Dieser Dings One-Liner. Das ist so krass. So ein Zug. So. Ja. Das ist der Beste. Ich habe mich da, ich so, was ist das für eine Kerbe? Mann, ja, wir waren, also, man muss sagen, ich habe nie mehr im Leben, ich habe dich mal gehört, du hast mal letztens gesagt, deine erste Liebe oder deine größte Liebe ist Pumpen. Ich muss sagen, ich habe nie mehr in meinem Leben, also ich liebe Musik. Habe ich gesagt, dann habe ich Scheiße gelabert. Nee, ich meine, du hättest was gesagt. Bei mir ist so, klar liebe ich Musik und Musik machen und Musik hören und alles. DJen, alles, auch das YouTube-Game und Twitchen, alles macht mir Spaß. Aber ich habe nie mehr, ich glaube, wenn man das so sagt, ist natürlich schwer, aber nie mehr so ein Love zu der Sache gehabt. Wie Graffiti. Ist meine erste Liebe. Ich glaube, weil das meine erste Liebe war. Ja, ja, ist auch meine, also zum Beispiel Graffiti ist auch so, ich habe letztens ein Hall of Fame gemalt mit Light. Es ist so, wie wenn 50 Cent da steht. Was du gepostet hast? Genau, da war Light an der Wand, dann war Fame da, auch einer der krassesten in Berlin, Oldschooler, Mare und natürlich Leroy, der malt, ist der kleine Bruder von Bises, deswegen der ist, also zum Beispiel Light ist einfach für mich so, also man könnte eigentlich sagen, Berlin-mäßig der King, krassesten Rooftops, meiste Hohlcars, egal, er hat Mutter gefickt. Dann Leroy, der kleine Bruder von Bises, du merkst, der malt so, ich schwöre dir, der malt eine Wand, du denkst, was auch da, der malt, ich schwöre dir, der malt mit einem Auge so, du denkst, guckst dir das an, du sagst so, ist einfach in seiner Familie, sein älterer Bruder ist Bises, überleg mal. Dann Mare sowieso, Karl, der war für mich größter Vorbild, war so diese Carlos Gangbanger-Ding. Und wie gesagt, das sind alles von mir die Vorbilder und ich male mit denen eine Wand, das ist wirklich für mich ja, so, ja, so, ich habe mich hochgearbeitet. Leid, ich komme so an, sag hier, Leid, sagst du mir, nimm mal Dosen, was du willst. Krass.
Bruder, Dicker, Bruder, er weiß nicht mal. Ich bin ja, jetzt der Fame-Star in der Hall of Fame. Leute laufen vorbei und sagen, ey, yo, Flair. Von Musik her. Von Musik her. Aber die wissen aber nicht. Die sind die, ich bin aus deren Eiern so übertrieben. Also, jetzt werden es wieder Dings. Aber, ja, aber Hip-Hop-Eiern. Nee, darf ich Hip-Hop-Eier sagen? So, es ist wirklich so, hätte ich früher Light getroffen, vor 15 Jahren so, obwohl wir waren einmal malen, aber es war dann über Connection und so, das war dann auch eine sehr spontane Aktion. Aber wirklich, wenn das ich heute mit denen da stehe. Guck mal, ich erzähle dir eine Sache, dann weißt du genau, ich verstehe 1 Million% was du sagst. Ich war einmal auf einem Jam, 100 Jahre in Essen, da war ich ein Kind, ne? Und da haben so Leute solche Dinger gemacht, hier, wie nennt man das nochmal, hier Leinwände, ja. Kennst du so eine Jam, ja. Haben noch welche gerappt, und das war, da war einfach Motu. Und ich wusste nicht, Paris. Wie ich den anspreche. Ich war so geflasht von dem. Ich habe einfach nur gedacht, so diese Graffiti-Bücher und so, ich sehe den einfach so, ne? Und erstmal muss ich auch sagen, sah er nicht so aus, wie ich mir den vorgestellt habe, weil man durch die Bilder so einen Typ erwartet, so. Der sah aber schon sehr künstlermäßig aus. Ja, ja, schon so aber ja, aber halt wesentlich. Guck mal, ich wurde cooler mit der Jacke, Alter, jetzt mit zu warm. Ja, 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 alles gut. Soll ich Klima anmachen? Nee, ne? Geht so. Dann ist so lautes Rauschen, oder? Nee, ach, Schatz. Auf jeden Fall irgendwann bin ich rüber. Und dann habe ich das typische, wie man so als, wie man so connected. Kann ich einen Skinny haben? So? Ich, also hast du gemacht, ja? Ich war 15 oder so. Also, ja, ja, klar. Und das war für mich 3 Jahre Flash. So. Ist rumgelaufen. Ich habe Mond gesehen. Ja, ich habe Mond gesehen. Ja, klar, ja, klar. Ja, ich habe den auch gesehen. Einmal habe ich ähnliche Situation war mit Lumit. Auch einer meiner ganz großen Helden, so damals, als wir immer. Den haben wir immer mit Absicht gehatet, ja, nicht weil es einen Grund wegen gab. Wegen Münchner. Münchner und so, ja. Hall of Fame, wir sind die Trainwriter, das, so, der Arme, ja. Ich habe den mal nach Foto gefragt, nach einem Sketch im Book und dann haben wir noch ein Foto gemacht und das ist eine meiner wertvollsten Erinnerungen, die habe ich. Aber er war mega cool, aber die coolste Lumit-Story hat der Mock mir noch erzählt vorgestern mit Telefon. Warum hat er wieder einen abgesprochen? Der sagt, ey, ich komme an der Wand, da sind Lumit und ein paar andere und die saß dann, sagt er so zu mir, du bist Mock, wa? Ich habe schon von dir gehört, die ist das. Er so, ja, krass, man, ja, bababab. Und wer bist du? Mock wusste einfach nicht, wer das ist. Also, und er das sagt, ja, geil. Aber das war für mich, ey, ich weiß nicht, ob die Leute sich das so vorstellen können, aber ich war so 2 Sekunden, 3 Sekunden so einfach, das ist Lumit, Mann, shit. Ich meine, schon sehr lange, aber heute, keine Ahnung, ob das heute noch gibt, sowas, weil du bist so präsent in Insta und bar. Klar, die Leute, wir waren gerade was essen, die Leute sehen dich so, hey, Flair, ist krass. Aber ich glaube, so ein bisschen ist das so, ja, dann Flair, dann nächste Woche sehen die Fahrräder verschaltet. Keine Ahnung. Das Besondere ist vorbei, das Besondere, ne? An Graffiti und wie gesagt. Ja, das, guck mal, wann hat man Lumit schon gesehen? Oder zum Beispiel so ein. Nein, und vor allen Dingen, es ging ja auch darum, dass es war handgemacht, man. Es war so wie sagt man, es geht ja, das versuche ich, das habe ich den Leuten immer wieder gesagt und das habe ich auch auf Rap übertragen, aber das ist halt, du kannst halt einen Idioten im Internet, die verstehen es halt nicht. Es geht nicht um die Kunst. Zum Beispiel, also für mich als Berliner ist es nochmal anders. Zum Beispiel jetzt Lumit, ne, ohne jetzt Disrespect und so, aber auch Spectre, das waren so Typen, die hatten künstlerisch voll viel drauf, alles schön und gut. Ist in deren Welt, es gab ja auch so, wie sagt man, Untergenres. Es gibt Graffiti als Genre von Hip-Hop, aber gab auch diese Untergenres. Das heißt, so für mich war das immer so eine Sache, man, ja, Lumit, er kann Elefanten malen, fick deine, also, so, er kann 3D-Elefanten so. Wie gesagt, heute es ist dieses Berliner Insel-Ding, ne? Bitte nicht falsch verstehen, so. Ich sag halt so, Bruder, fick seine Elefanten. Guck mal, bei uns, die Jungs, es geht ja nicht um den, dass der schön malt. Es geht. Nein, bei euch ging einfach um auch Statements, die ihr gesagt habt. Statements, weiß, Attitude, Crew. Aber Light hat das letztens selber gesagt in einem Gespräch mit Mare. Wenn du heute dir die Bilder anguckst, One Up, wie die alle heißen, da können 100 Leute in der Crew sein. Es hat keiner mehr eine Identität. Und das ist dasselbe wie mit Rap, wie mit der Musik. Darum, damit ihr alle wisst, warum wir so viel über Graffiti reden, es ist dasselbe wie im Rap. Da sind 100 Leute, es gibt bestimmt auch gute Leute, aber keiner hat mehr diese Identität. Wenn früher RCB eine Crew war, Light, Rasta, Escher, das waren unterschiedliche Charaktere. Heute, die haben nicht mal mehr richtige Namen. Heute haben die so Namen wie Ipso. Keine Kapsi. Aber es ist mir. Schnapsi, warte. Ich will nur damit sagen, Bruder, wenn du dir damals einen Namen ausgedacht hast, dann war das ein Name, wenn du diesen Namen, also du wusstest, wenn du diesen Namen hörst, der soll angsteinflößend sein oder der soll was vermitteln. Hast du gerade gesagt, Amok. Ja, ja. Wer heißt Amok? Wer heißt Amok? Wer heißt
Nein, ich weiß Beises. Ja, sag mal den besten Writer-Namen der Welt. Man muss, sag mal den besten Sprühnamen für dich der Welt, vom Klang her, was du gerne gehabt hättest. Tatsächlich finde ich Lumit schon vom Namen her geil, aber... Aber so Lumit klingt nee, so... Mit dem, ja, ich weiß, was du meinst. Lumit, ich guck viel mehr auf Buchstaben, aber lass mich mal nachdenken, keine Ahnung. Hast du nie einen Namen gesagt, wo du dachtest, oh, der Wichser, ich hätte gerne den Namen? Also ich fand Phosphor mit der 4 geil. Über S, das ist krass, ja, krass okay. Ja. Fand ich auch gut. Ich sag dir den Besten. Weiß ich nicht. Die Berliner haben die Besten. Also Fame, Basok, Tash. Aber das ist, weil du mit dem Namen was verbindest. Bruder, Tash. Ja. Tash. Ich hab immer... Beises, das sind richtige Namen. Ich habe früher nur auf Buchstaben geguckt. Dann irgendwann habe ich angefangen, dass der Name auch nach was klingen muss. Weil vorher habe ich so toymäßig, ich habe nur geguckt, welche Buchstaben kann ich gut und dann daraus was gebastelt. Ja, dann kommt da immer was Bescheuertes bei raus. Zum Beispiel Flair wäre ja eigentlich vom Klang her besser gewesen mit AI. Dann wäre das eingängig, ja. Dann hätten die Leute gleich verstanden, was ich da, also dann geht. Ja. Dann wäre es nur der Klang gewesen. Aber ich wollte dieses LE-Level den klauen, ne? Ja. Ja, Mann. Ey, das was gibt's noch für gerne Namen? Mann, Alter. Warte mal. Risk. Ich hasse Fairs. Ein I nach dem R ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ich hasse das. Ja, aber der Name. Du hast so ein Ding und hast so einen. So ja, einen, aber das ist so wie, wenn du schreibst ein Verse, du schreibst irgendwas beim Rap und dann so, ja, Mann, guck mal, aber es war ein krasser Reim. Mann, fick dich, wenn du nichts Krasses gesagt hast, dann nerv mich dich mit deiner Technik. Das ist genauso wie, ey, Mann, wenn der Name ist, dann ist weißt es. Weißt du, wer mein, sag mal, wenn du nur einen Namen, ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, ne? Aber ich sag dir einen, er ist wirklich, Digga, es gibt niemanden besseren so. Von ABC Crew. Kennst du ihn noch, Von? Ich kenne Von und von ABC erkenne ich, aber es war ist Dortmund, ne? Nein, das ist, müsste Frankfurt sein. Frankfurt, ja. Frankfurt. Der hat viele Fernzüge gemalt, kann das der sein? Der hat Züge gemalt mit diesen Drachen drauf. Stimmt, der Drachen hat das Cover von gemacht von Azad, dieses Leben, das erste Cover. Ja, mit dem Logo ist von Spectre, aber das Cover ist von ja, er ist mir... Er hat diese Kleinteiligkeit gemacht, diese tausend... Ja, ist mir zu Dings. Bei, das ist so krass. Also, aber ich muss sagen, guck mal... Ich das weiß, ist für mich so, guck mal, du, wenn du... Too much, ne? Ich bin Trainwriter, in Berlin Trainwriter, du hast 45 Minuten, da kannst du keine Dings machen. Ja, ja. Es ist cool alles, es ist arty, das ist Künstler. Es gibt ja, wie gesagt, auch dieses, den künstlerischen Anspruch, den verstehe ich, aber Mann, Digga, wenn ein Rage, Mikro, Talk, Rust, die gehen an den Train, Alter, die malen einen Buchstaben. Nein. Light, der ist simpel und du verstehst erst. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich mag auch alles. Ich mag, so auch, ich mag auch einfach nur Chrom mit ein Outline. Ja, klar. Den kann ich auch feiern. Hier deine Jungs, die Damagers. Ja, aber ich rede auch von Style-Panels. Ich rede auch von Style-Panels, aber die in ihrer Einfachheit einfach dieses Gangbang-Ding vermitteln. Das ist so wie jeder Buchstabe ist aggressiv, jeder Buchstabe sagt. Digga, so, es geht um Hass, das geht um, es geht hier so um Gangbang und so. Auch die Crew-Namen, die wir hatten, Alter. Weil ich meine so, heute, Mann, ey, die für einen Namen haben, Alter. Aber egal, ich wollte nur mal, warum ich da mal so gerne drüber rede, ist halt, weil du kannst es auf Rap beziehen, so. Das ist so, heute auch keine Identitäten mehr. Ja, wir haben halt das Problem, jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen, wir sind ein bisschen sorry an die Leute, das sorry. War voll der Freak-Talk. Ja. Aber wenn man, ja, Identität, es ist heute auch schwerer als früher. Heute hast du, guck mal, auf der einen Seite hast du heute, jeder hat die Möglichkeit, heute bekannt zu werden. Durch TikTok, durch Instagram. Jeder kann Musik machen mit dem billigsten. 300 Euro hast Setup, kannst anfangen. Ja. 500 Euro Laptop, let's go. Ja. Und auch nicht schlecht. Leute können richtig gute Sachen machen. Auf der einen Seite das. Auf der anderen Seite, ja, jetzt kämpfst du gegen jeden. Früher hast du das nicht gehabt. Früher, guck es mal, geht nicht, es geht. Ich weiß, was du sagen willst. Ich habe da viel drüber nachgedacht, sehr, sehr viel, weil das ja mein Leben ist. Also guck mal, es geht nicht darum, wie viele es machen. Es geht darum, wer es bewertet. Und wer. Und hast du auch recht. Die Bewertung war früher von der Szene. Für die Szene. Das gibt's nicht mehr. Genau, und das ist das Problem. Ja, 100 Pro, hast du recht. Und nur das ist das Problem. Ja. Und nur das ist das Problem. Hat die Jam gesagt, ob einer cool ist oder nicht. Oder die Angst. Mann, wir sind früher, es gab zwei so Hotspots in meiner Stadt Essen, wo ich herkomme, gibt es so zwei Hotspots, wo früher die Leute abhingen, wo du wusstest, sag mal, hat der Farben, hat der so Spritze auf Schuhe, sind auch früher, dann bist du da so hingegangen, hast geguckt, ob die deine Bilder angucken und so. Aber heute, guck mal, also, ich habe gemalt für die anderen. Das krasseste Merkmal daran, wie abgefuckt und
eklig und scheiße das geworden ist. Und ich sage es halt nur mal so, weil es macht die Sache halt kaputt, ist Twitch. Also sind die jetzt diese Twitcher. Da kommen irgendwelche Lümmel. Du meinst jetzt Rap, ja, ja, klar. Auf Rap bezogen, was sie über andere sagen. Du meinst dieses Bewerten. Da kommen irgendwelche und so. Kids und reden über Rap und sagen, ja, ich bin Battle-Rapper. Die sagen, ja, ich bin Battle-Rapper. Du bist kein Battle-Rapper. Du bist ein Kind, was rappt. Und es irgendwie im Internet machen kannst. Halt, ja, und wenn du eine Sekunde, und es ist auch immer dann dieses, wenn die dann über so Leute wie mich reden, ja, der Flair, aber er ist ja auch nicht zu Bones in die Ritze gegangen. Ihr Schwänze. Dass man überhaupt, guck mal, bei so einer Diskussion bei mir nicht mitbekommen hat, was wir hier 30 Jahre lang für einen Terror gemacht haben. Ich verstehe auch Herrn Manuelsen, ich schwöre dir, wir haben draußen über Manuelsen geredet, sodass er manchmal seine Ausraste bekommt. Ich kenne Manuelsen sein Leben nicht im Detail, ich weiß nicht in der Zeit, wo ihr mit aber ich verstehe die Natur hinter diesen Ausrastern, deswegen habe ich da auch Mitgefühl ganz oft, weil ich mir so sage, allein, dass ihr Schwänze nicht mitbekommen habt, was abgegangen ist noch vor 5 Jahren, was man gemacht hat, um zu zeigen, so, ey, man steht hinter dem, was man erzählt. Denke ich mir so, das ist so auf so vielen Leveln behindert und deswegen wünsche ich mir das, ich schwöre dir, es ist jetzt ein Haken. Halt Sachen zusammen. Moment, ja, und ich wünsche mir das, wirklich, ich wünsche mir das in der, wie sagt man, ich wünsche es mir nicht, aber irgendwie muss es, glaube ich, sein, da muss es knallen. Sorry, Leute, da muss ein ABK, da muss ein ABK, der auch schon gegen mich Faxen gemacht hat, ist nicht schlimm, ich verstehe ja, warum er das macht. So, ist okay, ist auch ein Süßer, wie heißt der? Jay Jiggy. Bruder, der Typ denkt wirklich, er ist ein Rapper. Ich meine... Warte, ich will damit sagen, die Typen müssen verstehen, dass... Wenn du nicht vor der Person sitzen kannst im richtigen Leben und es der Person auch ins Gesicht sagen kannst, halt deine Fresse. Und es hat nichts mit Unterdrückung zu tun, sondern es darauf basiert Rap. Ja, es basiert darauf, dass wenn ich es nur im Internet mache, weil irgendwann mal sich Rap auch ins Internet verlagert hat, heißt nicht, dass du, tut mir leid, Leute, das ist jetzt hier nicht Flair, besteht darauf, sondern es gibt diese scheiß Welt, es gibt tut mir nur mal eine Realität. Und ihr könnt diese Realität nicht ausblenden. Verstehst du? Und irgendwann wird einer in der Realität kommen, egal ob es ein JG ist, auf einen JG, auf einen ABK, auf einen Kuchen, wie die Jungs alle heißen, alles süße, alles tolle Typen, wird die abknallen. Nee. Ist so, wird passieren, weil die sich vor die Kamera stellen. Nee. Ist doch ganz klar. Irgendwann wird einer sagen, das hat nicht nur was mit Hip-Hop zu tun, das hat nicht nur was mit mir persönlich zu tun, dass mir das auf die Eier geht, dass es auch Hip-Hop kaputt macht. Ey Leute, ihr könnt doch nicht die Realität ignorieren und sagen, wenn dann einer vor meiner Tür steht, dann rufe ich die Polizei. Die haben noch nie erlebt, Alter, dass die Polizei irgendwann wieder weggeht und die Leute nochmal kommen. Die haben noch nie erlebt, Alter, dass ein Typ kommt und sagt, ach echt, du rufst die Polizei, du hast mich beleidigt, du hast, keine Ahnung, meine Hautfarbe beleidigt oder du hast meine, keine Ahnung, was beleidigt, was den persönlich dann halt krass getriggert hat. Ich werde dich ficken und wenn die Bullen kommen und die Anzeige aufnehmen und nach Hause fahren, komme ich nochmal und fick dich nochmal. Und wenn die, und schwör dir, ich verstehe auch diese Jungs nicht, dass sie überhaupt diesen Film fahren. Ihre Motivation dahinter, was sie daran antreibt. Erklär's mir. Ich glaube, das sind zwei. Haben wir keine Angst? Ja, ich glaube, es sind zwei Welten. Du hast gerade schon vorhin am Anfang, ganz am Anfang des Interviews, bevor wir den Graffiti-Ausflug hatten, hattest du was gesagt. Das ist, glaube ich, das Ding hier. Die Welten clashen jetzt und vermischen sich auch etwas. Und da gibt es Reibereien. So ein Junge wie du, so einer vielleicht auch wie Manuel so ein bisschen. Ihr habt so einen anderen Background. Weiß ich nicht, Alter. Das clasht gerade, weil das, was die machen, ist ja... Guck mal, die Leute also müssen verstehen, dass dir das, wovon ich rede, diesen Preis, den man dafür zahlt, den mussten wir ja zahlen. Das heißt, also ich kenne Manuelsen, war jetzt nur ganz kurz, ja, ja, klar, ich kenne sein Leben nicht. Nur vereinzelt später, dann, wo er schon berühmt war. So. Ich sag halt nur, ich konnte so nicht umgehen. Ich konnte so nicht durch die Welt gehen. Aber du musstest natürlich für jede Reaktion, für jede deiner Aktion hast du eine richtige... Richtig. Aber du bist halt richtig auf der Straße gerade. Guck mal, die Leute sagen auch immer, sag dir eine Sache, die wirst du auch wissen. Mann, die meiste Gewalt, die ich gesehen habe, war in der Graffiti-Welt.
nicht mal, also mir ist nie was passiert, ich bin auch gar nicht so reingegangen, aber die meisten Sachen, die ich gesehen habe, gehört habe, mitbekommen habe, Messer auf den gemacht, da abgestochen, Mach One wird abgestochen und so eine Scheiße, das ja. kann ich nur von Graffiti, so eine Story. Ja, ja. Rap war dann eigentlich voll chillig, so gegenüber der, ich meine, das hat auch was damit zu tun, dass sich das insgesamt alles verbessert hat und alle sind erwachsener geworden. Und so, ich glaube nicht, dass sich das verbessert hat. Ich glaube, dass es einfach eine dass also erstens konnte irgendwann die Musikindustrie und das Internet auf die Leute verzichten, von denen wir gerade geredet haben. Ja, ja. Also dieses harte Straßending, ja. irgendwann konnten die darauf verzichten, weil die haben ja gemerkt, die Ebenen oder die, ja. die Plätze, auf denen es stattfindet, ja. die sind nicht mehr die, wo man irgendwie einen Hoodpass braucht oder wo man irgendwie cool mit dem einen sein muss, dass man noch in den Club, weißt du so? Ja, so ja. Du kannst einfach, wollt ihr das magische Zeitalter wissen, ab wann es anfing? Im Deutschrap? Mit Arco Berlin? Nein. Ab wann es anfing, dass Straße gegen Internet gekämpft hat? Ach so, boah, das ist gut. Sag mal, keine Ahnung. Kollega gegen Flair. Ich hätte das sogar noch früher gesehen, aber... Gegen Flair? Wo gab es den Beef, wo man gemerkt hat, dass sozusagen... Das Internet gewinnt. Ja. Kollega gegen Flair, weil... ich konnte da so oft sitzen und sagen, ey, yo, der ist nicht das, der ist nicht das. Aber du hast auch mit Internet dann das Bruder, ich habe nee. Ja, ich habe dann in Interviews, aber ich war ja trotzdem, aber es Interviews. Ging ja. Ja, genau, aber es geht damit die Leute verstehen. In dem Augenblick musst du dich ja als Künstler vermarkten. Ja. Oder du musst ja repräsentieren und sagen, guck mal, das ist mein Standpunkt, hier bin ich, bla bla bla, dies, das. Ja. Kredibilität, Authentizität, Lokalität, Loyalität. Ja. Das sind so die Punkte, die wichtig sind. Ja. So. Jahre später, 10 Jahre später, ist Kollega das um die Ohren geflogen. Jahre, wissen wir doch alles. Ja. Dieses, viele Grüße an Kollega. Ich will, es geht hier nur um History, ne? Alte Beef, ja. Alte Beef, so. Und ich will nur damit sagen, damals an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass die einfach durch besseres Internetmarketing, durch irgendwelche Videoblogs, ja. da irgendwie, ja. keine Ahnung, die Leute erreichen. Ja, und Humor. Die haben sich plötzlich über alles lustig gemacht. Das war ja auch das Ding. Die einfach keine Dings gehabt. Die haben nicht mehr nach den Regeln gespielt. Nach den alten Regeln. Ja, es kamen plötzlich neue Regeln. Ja. Ja. Und wie du schon vorhin gesagt hast, die machen ja die Regeln nicht. Die machen das. Und dann, wer bewertet, dass das cool ist trotzdem? Und das hat sich... Die haben gemerkt, dass die Kids, die keine Ahnung von Hip-Hop haben, die einfach nur konsumieren, dass das Gangster-Rap-Ding, was Agro Berlin Mainstream gemacht hat, erreicht jetzt auch jeden kleinen Kackbengel in jedem scheiß Dorf. Damit hat sich alles verändert. Und Die Leute erreichst du mit Internet, aber die checken nicht den Background und interessiert die auch nicht. Aber guck mal, ich sag dir eine Sache, das ist ja der Talk, den wir seit 1-2 Jahren führen, den auch andere führen. Ich meine nur, aus unserer Welt. Guck mal, ich will gerade nur sagen, das habe ich gerade nicht gesagt, weil so, ey yo, und voll krass und ich muss gewinnen oder scheiß drauf, ich will euch nur erklären, das habt ihr jetzt davon. Nein, jetzt habt ihr den Salat. Ja, aber jetzt habt ihr den Salat, dass im Endeffekt Hip-Hop ist gefickt gerade, ne? Ja, Hip-Hop ist vorbei. Wollte ich gerade sagen, Hip-Hop ist, es gibt Hip-Hop so nicht mehr. Weil jeder Schwanz seine Meinung dazu sagen darf. Nein, ey, Hip-Hop, ich glaube einfach, Hip-Hop gibt es anders. Es ist halt, du kennst es doch, Hip-Hop ist tot, lange lebe Hip-Hop. So, es wird der Hip-Hop, den wir kannten oder nach den Regeln, die wir gespielt haben. Ich sag dir, Bob, ich weiß, was du sagen willst. Ja, sagt doch Dr. Dre sagt auch, ja, das entwickelt sich weiter, bla 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 bla. Guck mal, ich habe das immer gesagt, schon in den ersten Interviews und ich wiederhole mich, aber ich sag's nochmal. Guck mal, der Unterschied zwischen Hip-Hop und Pop ist folgendes. Hip-Hop ist keine Musik, sondern Hip-Hop ist eine Kultur. Was unterscheidet eine Kultur zwischen einer Musikrichtung? So, dass im Endeffekt die Subkultur für sich selber entscheidet, wann etwas Gutes. Ja, wir haben Regeln. Es ist einfach. Kultur ist eine Kultur, wie eine Religion. So, es ist eine Weltanschauung. Es gibt nicht nur Regeln, sondern es gibt eine Weltanschauung. Worauf diese Attribute wieder basieren, hat was mit, keine Ahnung, auch was mit 70er Jahre, New York, Entstehung, Armut, Rassen, Hass, Ghetto und so weiter zu tun. So. Der Punkt ist aber der, dass in dem Augenblick, wenn du denkst, dass du sozusagen das aus der Gleichung nehmen kannst und sagen kannst, es ist einfach nur eine Musik und jeder darf die Musik machen und es geht einfach nur darum, was Geschmack ist, was die Tante Emma oder die kleine Olle, die kleine Newcomer-Wannabe-Olle davon hält, dass das gleichgesetzt ist mit dem harten Kern der Szene. Damit machst du ja das Grundprinzip kaputt, dass es durch eine Stiftung Warentest gehen muss. Also, verstehst du? Ja, wie du gerade sagst, früher zum U-Bahnhof gegangen, ein Train gemalt, dann kommt Poet oder Amok und sagt, du bist ein Toy, mal nochmal. Wofür ist das gut? Ja, klar.
So, du gehst zu Jam, rappst, yo, was geht ab, ich bin der Rap am Mittwoch, bla bla bla, Buhu, du Opfer. Wer steht jetzt bei Rap am Mittwoch im Publikum? Ja. Opfer, Hipster, so. So mit Dings, so, irgendwelche Eulen, die dann so lachen. Warte mal, die dann so lachen, wenn so Fettsack-Jokes kommen. Digga, früher war so, da stand ein Gangster im Publikum. Harte Leute, auch in New York, es gibt Battles, so Freestyle-Battles. Die Leute, die im Publikum sind, haben Ahnung. Das heißt, wenn du dich dann blamierst, Bruder, das sind G's oder coole Typen, die sagen, geh mal weg, du bist ein Opfer. Heute sind da Hipster. Das ist eine gute Metapher, können wir gerade gut einordnen, weil du schießt jetzt auf der Bühne und du sagst jetzt, ich battle jetzt den, ich muss ja das Publikum beeindrucken. Eigentlich würde ich gerne den jetzt ficken mit Gun Talk. Ich komme in deinen Bezirk, du bist ein Niemand bei dir in Kreuzberg. Ich komme vorbei, ich schieße dir in die Beine. Deine Mutter wird weinen, deine Homies können dir nicht helfen, bla bla bla. Glaubst du aber dann, dass diese Hipster dann applaudieren? Nein, die Hipster applaudieren mit, guck mal, deine Augenringe haben Augenringe, du bist ein ganz dicker Plumpsack. Verstehst du? So, und deswegen, jetzt kommt's. So, du willst das Battle gewinnen. Das Battle, du bist in einem Club, wo es darum geht, dass zwei, und Battle Rap ist diese Hardcore-Nische von Hip-Hop. Ist nicht wie Flair, Platten machen, Geld, Bühne, Dings, Highlife, Dings, sondern ist Underground im Club. Eminem, du weißt doch, Eminem, yo, 8 Mile, so. Die haben sogar das gefickt. Früher hätte sich die Hipster-Olle nicht in den Club getraut. Die hätte gesagt, da sind ganz viele böse Gestalten, ich traue mich da nicht rein. Jetzt gehen die nach Kreuzberg und ich schwöre dir bei Gott, dann steht da eine Olle auf der Bühne. Keine Ahnung was, dann steht da ein Typ auf der Bühne. Und wenn der Typ sie mit irgendwas beleidigt, weil sie eine Frau ist, dann wird er auch noch ausgebuht. Verstehst du? Also, und deswegen will ich ja sagen, die Leute haben sogar, und jetzt geht's, ich will jetzt nicht LGBTQ-Thema oder Frauenrechtler-Thema oder Blabla-Thema, aber die haben Hip-Hop sogar mit diesen Themen im Battle-Rap, sogar das haben sie kaputt gemacht. Das heißt, auf der einen Seite lieben sie den Sport, gehen gerne hin, verstehen auch die Gegebenheiten und sagen dann aber, nee, weißt du was, aber wir möchten, aber trotzdem, wir möchten jetzt hier eine Kultur verändern. Ja, es ist so, wie wenn es ist mäßig so, du willst so mäßig sagen, die so, die lieben UFC, aber die wollen kein Blut sehen. Ja. Kennst du so? Ja, aber nicht im Kopf, kein Kopfschläger. Ja, genau, richtig gesagt. Ich weiß, was du meinst, aber es ist das Game jetzt. So ist das jetzt, ja. Was wollen wir machen? Nein, aber das ist kein Game mehr. Das ist jetzt gerade das Problem, es ist kein Game mehr. Da passiert ja nichts. Ist ja langweilig. Ist genauso wie mit allen anderen Sachen gerade in der Entertainment, was Entertainment angeht. Keiner will es mehr sehen, ist ja langweilig. Es ist ja langweilig. Macht keinen Spaß mehr. Ist kacke. Und ich sag die ganze Zeit, ich war noch nie so wenig kreativ wie in diesem letzten Jahr. Weißt du, was ich letztes Jahr gemacht habe, Bruder? Ich hab gechillt, Alter. Ja, du weißt, was ich gemacht habe. Die letzte Zeit. So, ich habe mich um meine Gesundheit gekümmert. Kennst du das? So Dings so. So, ich habe jetzt. Mehr gechillt denn jemals zuvor, so habe ich das Gefühl, ja. Ja. Und damit geht's mir nicht gut. Ich schwöre dir, damit geht's mir nicht gut. Aber. Weiß ich nicht, Alter. Es ist wirklich traurig geworden, Alter. Das ist wirklich Absturz. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen wieder Trains. Ja. Wir machen wieder Trains. Weißt du, das Problem an Trains ist, man malt jetzt einen Train, geht ein Jahr Knast. Was ist das denn, Alter? Warum? Ja, in Deutschland vielleicht noch nicht. Doch, geht mir auch schon. Nein, Quatsch. Ey, ich bin auf Bewährung, ich darf nicht noch 2 Jahre haben. Ja, aber wie lange hast du noch Bewährung? 2 Jahre. 2 Jahre? Eieiei. Ei, ei. Was ist das denn, wenn du denkst? Wie lange geht die Scheiße, ey? Weil ich so unreal bin. Nee, aber warum wird das so lange, Alter? Weil ich so unreal bin, Mann. Weil ich gar nicht komme, wenn mich jemand ruft. Ey, apropos rufen, ne? Ich hab doch gesagt, ich bin doch jeden Tag im Diamonds. Ist bei uns das Café in Tempelhof. Ich bin jeden Tag da, ich chille. Ja. Da ruft letztens Belasch den Besitzer vom Diamonds an. Warum? Den Cousin von Hassan. Und will sich so Hoodpass abholen, so will sich so absichern, dass er zum Diamonds kommen kann, Foto machen kann. Damit er so sagen kann, er war da. Was? Und erzählt mir was von Rücken und so. Ey, Belasch, guck mal. Ich will mal heute ein bisschen noch über dich reden, weil du hast viel geredet. Ich habe lange keine Interviews gemacht. Ich will heute auch mal ein bisschen reden. Bruder, du kannst zum Diamonds kommen, wann du willst. Du kannst da auch einen Max machen, weil es ist ein öffentliches Café. Keiner wird dir da was tun, hin und her, dies, das, blablabla. Wenn ich dann da zufällig sitze mit irgendjemandem oder auch alleine. Zum Beispiel letzte Woche saß ich da alleine, Alter. Ich habe keinen, der mich rumfährt. Ich bin mit Taxi, den saß da mit meinen Badelatschen, Alter. So, da kannst du ja mir zeigen, wer du bist.
Da kannst du endlich mal zeigen, wer du bist, weil du ja die ganze Zeit irgendwas erzählst und der Rücken oder dies, das. Wir können gleich mal ein bisschen darüber reden. Aber ich will nur damit sagen, Alter, wo ich das gehört habe, mich ruft Hassan an, weißt du, sagst du, ey, der hat gerade einen Belasch angerufen, er will Dings, bla bla, und MC Boogie, was ist das? Und der. Ich sag, Bro, Alter, ist das kleben geblieben, Alter. Sorry, ich wollte es nicht vorwegnehmen. Let's go. Erster Name. Ding, 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 ding. Belasch. Let's go. Boogie, komm, frag mich. Du hast ja auch mit dem neuerdings Beef. Hab ich dir nicht damals gesagt, der ist ein Dings? Ja. Jetzt, nein, Bruder. Was soll ich dir sagen? Hast leider recht gehabt. Aber ist gut. Man so, bitteschön. Stell dir eine Frage. Bitteschön. Was heißt Frage? Du kannst ja, ja weiterreden. Ab jetzt kommt der Part, wo ihr Namen und ich sage meine Meinung zu den jeweiligen Rappern. Let's go. Nee, ich meine, ist denn was vorgefallen aktuell oder warum gab es denn deinen Bruder, Anruf? Es ist die alte Geschichte, dass ich denke, ich kannte den nicht. Der Typ ist in Berlin kein krasser Kreuzberg, er ist bestimmt Kreuzberger. Warte mal, der ist doch ein mieser Dings. Guck mal. Guck mal, ich will jetzt Real Talk, guck mal. Ja. In Berlin ist so, wenn einer in Kreuzberg ist, ich bin in Tempelhof, ich bin in Schöneberg, ich muss den nicht kennen. Er muss auch mich nicht kennen. Das ist so wie die Geschichte mit IRD, oder die IRD hat so gesagt, ja, wir wussten nie, wer die sind. Bruder, es gibt Typen in Wedding, ich habe noch nie von denen gehört, sind die krassesten Gangbanger. Ich kannte, bevor ich Cardi Party, einen der krassesten Hells Angels, habe ich vorher noch nie gehört, weil ich kein Weddinger war. So, damit die Leute es mal verstehen. Wer er in Kreuzberg war oder nicht, ich habe keine Ahnung. Und wenn er der Pate von Kreuzberg war, ich würde nur sagen, mein bester Freund, Beko ist 36er gewesen. Bekos Schwester war 36 Girls. Das 36, wie hieß es? Womans. Es gab in den 90ern eine 36 Frauenabteilung. So, verstehst du? Ich will damit sagen, dass meine älteren Homies sind wirklich 36er gewesen. So. Wenn ich ihn frage, ey Beko, ich habe gehört, bla bla bla, Belasch und so, kannte keiner. Keine Ahnung, und ich kenne, es gibt halt ein paar 36er-Legenden, die kennt man immer, da wird man die Namen immer wieder kennen. Ich habe seinen Namen noch nicht vorher gehört. So. Aber ist auch egal, er kann ja auch in seiner Straße eine Nummer gewesen sein. Glaube ich persönlich nicht so. Dafür ist er viel zu intellektuell und quatscht hier was von Dings, Alter, den ganzen Tag. Aber ich ist mir scheißegal, und wenn er es ist. So. Ja. In Berlin ist jeder krass. So. Aber ich habe nie einen Bezug zu dem gehabt. Und der einzige Grund, warum ich zu diesen Interviews gegangen bin, ist wegen Boogie. Boogie. Ich doch auch. Boogie. Ich glaube, viele. Boogie. Aber so. Und damit die Leute mal wissen, wer Boogie in Berlin ist, ne, damit wir das nochmal hier so auch fair reden und so. Boogie war genauso wie ich, Graffiti, sehr aktiv, hatte seine coolen Phasen, hatte seine wilden Phasen, hatte dann, wie gesagt, also der einzige Unterschied zwischen einem Boogie und einem Flair ist, Boogie hat Drogen genommen, Flair nicht. Ich habe nicht mehr Erfolg in meinem Leben gehabt, weil ich mit Bushido, was hat Belasch, habe ich da, hast du mir gezeigt, weil ich prädestiniert war und weil ich mit Bushido, hey, du Schwanz. Daran merkt man, er kennt die Geschichte gar nicht. Er weiß gar nicht, dass sogar Agro Berlin mich erst nicht wollte. Er weiß nicht, dass ich 3 Alben gemacht habe ohne Vertrag bei Agro Berlin, bis sie mir einen Deal gegeben haben. Wo ich den Deal hatte, hat Bushido mir die Freundschaft gekündigt und hat 7 Jahre gegen mich gekämpft. Der Typ weiß gar nichts. Naja. Der bringt viele Fragen. Der bringt viele durcheinander. Egal. Und Boogie war zu der Zeit, Boogie hat immer Support bekommen und Boogie hat von Agro Berlin und von mir immer Support bekommen, egal was er wollte, nur wegen einer Sache, Graffiti. Mhm. Berlin Crime, Frauenarzt, dies, das, bla bla bla. So. Und ich rede nicht von Frauenarzt, die Atzen und sowas. So ein Scheiß konnten die später machen, weil halt einfach auch diese Hardcore-Berliner Szene weg war, die konnten dann machen, was sie wollten. Hätten die das zu Agro Berlin-Zeiten gemacht, hätte man die ausgelacht. Das ist so. Und weil die ihre BC-Legacy hatten und so, hat man, das, man vergisst es ja nicht. Ich vergesse sowas nicht. Wie gerade Shaq. Shaq ist auch jemand, der so ein bisschen neben sich steht, manchmal halt Dings, aber Shaq wird immer Shaq bleiben. Ich war mit Light an der Hall of Fame. Light ist ein erwachsener Mann, so steht da, so ich gehe jetzt auch nicht wieder, gell, ich bin Flair, der krasse Gangster-Rapper. Verstehst du? Erstens würden mich dann die anderen Sprüher ficken und zweitens ist Light ist Light. So, darum, Boogie ist Boogie. Graffiti, Respekt. Ich bin zu diesem Podcast dann gegangen, Real Talk Podcast. Wir haben diesen Namen genommen. Eigentlich Schwurbel-Podcast jetzt. Wir haben diesen Begriff genommen, haben den gepusht, weißt. Und dann nennen die ihn Real Talk Podcast. 100% Real Talk. Okay, cool. Ist egal. So. Real Talk. Ich gehe da hin wegen Boogie. Ich gehe da einmal hin. Ich gehe da zweimal hin. Ich gehe da dreimal hin.
Echt, ja, dreimal war ich. Ich war da, ich hab die gepusht ohne Ende. Guck doch mal. Er sagt ja, die haben dich gepusht. Schwimmer? Ich schwör mal. Der hat in einer mal, Folge, ich weiß nicht mehr, so einen Ausschnitt, gibt es so einen Ausschnitt, da sagt er, du brauchtest doch Medien, du hast doch gesagt, keine Medien sprechen nicht mit dir. Dann hat er dir geschrieben, ey, wir würden das machen, komm zu uns. Und du so, ja, tamam, ich brauchte Medien. Da hab ich gesagt, hä? Aber ja, keine Ahnung, der verschiebt oft Sachen. Ist der behämmert, Alter? Ja. Dass der auch, dass der auch diese Zeitabschnitte nicht checkt. Ja, alles so. Ja, mein, ist so egal, weit, ich weiß manchmal nicht, ob der vergesslich ist. Mann, oder, der ist irre. Oder ich erkläre dir auch, warum er irre ist. Ich komme zum Punkt heute. Ich habe hab das vor kurzem verstanden, realisiert, ja, warum er so einen Kick auf mich hat. Also, und da waren wir irgendwann in dem Interview und dann ging es natürlich um diesen Talk, warum jemand Erfolg hat. Mhm. Und dann hat er angefangen mit diesen... Die blocken mich ja. Und die oberen Dingsbums und die Illuminaten, bla bla. Ja, ja. Und ich wollte, ich schwöre dir bei Gott, ich wollte eigentlich schon mit ihm reden und sagen, ey Bro, ich bin Dings, Trombone ist Homie, Ulf Zick ist Manager von mir, International Chef Universal. Also wenn es Illuminaten gibt, die sind Illuminaten. Wenn die Illuminaten gibt. So ein Quatsch, ich habe keinen Erfolg, weil ich habe... Meine Managerin ist die Managerin von Sido. Wenn einer Illuminat ist, dann Sido. Er ist der erfolgreichste Rapper. Real Talk. Wenn einer Illuminat ist, dann Sido. Ich habe Kate angerufen, bist du Illuminat? Die sagt nein. Sie sagt nein, sie muss auch arbeiten für ihr Geld, weißt du, was ich meine? Sie muss auch arbeiten. Und Trombone und ich rufe Ulf Zickern, wie gesagt, er ist Internet, er chillt mit Jimmy Iovine. Weißt du, wer Jimmy Iovine ist? Belasch, weißt du, ne? Weißt du, wer Interscope Records ist? Die sind die Motherfucker von drüben. Er chillt mit denen, so ist, so Migos kommen, sagen hallo. So. Ich habe ihn gefragt, Ulf, bist du Illuminati? Er sagt kein. Nein, keine Ahnung, was du meinst. So. Die stehen morgens auf und müssen arbeiten für ihr Geld. Ich bin in diesem Interview und wollte eigentlich ihm so sagen, ey Bruder, was du da gerade redest mit Dingsbums, dass du geblockt wirst und sowas. Du bist, es wäre gemein gewesen, ich habe es deswegen auch probiert mit Blueface und guck mal Blueface und bla 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 und dann kam er ja mit ey Blueface und hin und her, der kann gar nicht rappen. Ich wollte ihm eigentlich auf Deutsch, also ich wollte ihm indirekt sagen, Bruder, du sitzt da mit deinem T-Shirt in Größe L. Ey, ja. Oder S. Du ziehst dich an wie ein. Du kannst dich nicht mal an. Erst hast du diese komische. Was machst du für eine Mütze da? Was ist sowas wie so. Ich weiß auch nicht mehr. Was ist das für eine Mütze? Die tragen die in den 70ern, haben die getragen. Wie nennt man sowas? Wie von dieser Serie, die da läuft. Wie heißt die Serie? Weißt du nicht? Bill Cosby, Alter? Baskenmütze. Baskenmütze. Ja? Er zieht sich an wie so ein mega Oldschooler. Da dachte ich schon, ja, interessant, keine Ahnung. Dann, keine Ahnung, zieht er wieder irgendwas anderes komisches an. Bruder, ich wollte ihm sagen, du hast keinen Style und du kannst nicht rappen. Ich hab hier, weißt du, was er sagt? Ich kann jeden Flow. Ich sag so, ja, du kannst jeden Flow. Das ist das Problem auch. Ja, ist auch das Problem. Erstens, kannst du nicht jeden Flow? Und zweitens, ja, dass du alleine schon sagst, ich kann jeden Flow. Bruder, ich scheiße auf jeden Flow. Das ist das Problem. Ich scheiße auf Flows. So Leute denken, wenn man alle Flows kann, dann ist man krass. Ja, ja. Bruder, mach ein Flow. Bushido, der kann gerade mal so. Identität. Ja. Und deswegen, da wollte ich in dieser Diskussion mit ihm drauf. Und das, darum ging es damals in diesem Podcast. Ich meine so, Bruder, meine Kette burnt dich. Was wollte ich denn damit sagen? Ja, ja. Der Swag. Der Swag so, yo, guck mal hier. Als ob es so, wenn es darauf ankommen würde, wie er sagt, dann wäre Lars der größte Rapper in Deutschland. Richtig. Oder so mäßig. Und wann haben wir das aber begriffen? Wann haben wir das begriffen? Sag. Wann habe ich begriffen, dass nicht der beste Rapper den meisten Erfolg hat? Wann haben wir das zum ersten Mal im Deutschrap gemerkt? Mit Bushido, meinst du? Dankeschön. Aber ich muss sagen, Bushido ist nicht schlecht. Der hat eine krasse Stimme, nein, krasse Aura, bla. Aber es nein, ist nein, Rap, Rap, Rap. Ja, das meine ich. Ja. Bushido ist nicht schlecht. Nein, nein. Aura, bla, ja, ja. Rappen? Nein, das ist halt. Ich glaube, haben wir uns jemals. Haben wir jemals Bushido hat selber mal gesagt, Bruder, ich habe einen durchschnittlichen Rap drauf. Bruder, guck mal, und hier wieder, guck mal, und jetzt wieder Flair. Nein, kein Hate, einfach jetzt sachlich, sachlich. Sachlich, guck mal, ey Leute. Du willst Respekt von jemandem. Rap bedeutet ja, man imitiert die Konfrontation aus dem echten Leben auf der Straße. Ja, ja, genau. Ich komme jetzt zu dir. So. Mal jetzt hier richtig Workshop für Belasch. Du bist jetzt, du frontest mich. Du bist jetzt von Düsseldorf und ich bin jetzt von Berlin. Hm. So. Komme ich dann so, hey, hör mal zu. Meine Bars kicken deine Flows. Ja. Ich habe die Bars, bin die Bars, kenne die Master Minister. Wer hat es mir beigebracht? Ich habe meinen Rucksack dabei und du weißt. So. Oder sag ich, du bist ein. Guck mich mal an. Guck mich erst mal an, wenn ich. Ja. So, fertig. Ja. Fertig. Bruder. Und das ist das Ding. Das ist nicht Technik, das ist Attitude. Und wenn dann ein Berliner Kreuzberger G auf einmal kommt und sagt, ich habe auch alle Flows, ich habe auch alle das. Guck mal, bei den Straßenleuten, bei den Straßenleuten macht er auf Verschwörungstheoretiker und er ist voll schlau. Auf Professor. Auf Professor. Wenn er in Interviews ist mit Intellektuellen, macht er auch G.
Ja. Ist dir schon mal aufgefallen? Immer das Gegenteil. Immer, genau. Immer eine Rolle. Guck mal, und nochmal, Alter. Dieses ganze Gequatsche von ich kann Flow, ich kann dieses. Guck mal, es gibt Leute wie Lars, die können gut rappen. Und bei denen sagt man, schade, Dicker, dass er nicht ein bisschen mehr auf sich achtet, Marketing nicht verstanden hat. Da kann ihm auch Shiri nicht helfen, da kann ihm auch Taba nicht helfen oder die wollen ihm nicht helfen. Darum ist er auch die ganze Zeit. Guck mal, ey, der ist die ganze Zeit gefrustet. Ja, Ich hoffe, in seinem Interview kommt er endlich mal aus sich raus, was jetzt kommt, Alter. Ich hoffe. Das Ding ist halt, es ist ja auch, manchmal ist es ja auch, guck mal, ich sag dir mal was, ne? Lars, da kann man viel drüber reden, warum es nicht geklappt hat oder so, also mit dem selber Star sein. Die Sache ist halt aber, manchmal vergisst man auch einen Faktor, der Faktor Glück, zur richtigen Zeit, richtiger Ort, richtige Dings. Ja, so. Aber Glück, guck mal, Glück, weißt du, ich meine? Sagt eine gute Freundin von mir, Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist. Nein, das ist Moment, klar. Du kannst nicht erwarten, dass du die Karten, die du hast, du kannst nicht sagen, ey, weißt du was, ja, ich bin krasser Rapper und weil ich krass rappen kann, muss das reichen, sondern, guck mal, das habe ich damals bei Twitch gesagt, dann haben wir das alle übel genommen, weil ich immer der Arschloch bin, der es ausspricht, was alle anderen denken, Dicker. Digga, dann macht jeder macht eine Zahnspange. Yeah. Hol dir eine Zahnspange, mach, bleach dir deine Zähne, Mann, diese gelben Dings, Alter, wenn der redet, sein eingefallenes Gesicht, Bruder, weil er zu viel kifft, genau wie mit Shindy auch, Alter, eingefallen, bam, aber der macht wenigstens Haferpflanzung und so und gibt sich Mühe. Ich will damit sagen, guck mal, Leute, wir können noch nicht die Wahrheit ignorieren, dass wir vor der Kamera uns präsentieren. Und dass das halt und das, genauso das, wichtig ist das, wie alles andere. Dankeschön, dass man das mit in die Gleichung nehmen kann. Das ist wie eine fette Frau, die sagt, ja, mein Charakter ist du musst mich toll finden, weil ich habe einen tollen Charakter. Man kann den Charakter halt nicht sehen direkt. Das ist das Problem. Bruder, es geht doch um Außenwirksamkeit. Nein, die Sache ist halt, es sind viele Faktoren. Früher war vielleicht mehr, also früher Jam und so, da war vielleicht Dibbidi-Dab, Dibbidi-Dab, boah, hast du gehört, wie der rappt. Das hat sich ja schnell verändert. Ja, der hat aber trotzdem, aber man muss, trotzdem die Elfen auch mit reingespielt. Eigentlich wollte ich gerade sagen, eigentlich dieses früher Quatsch, das war schon immer so. Schon ein Cool Herc war der coolste, Haare so, bam, so, look. In Amiland gibst du eine Diskussion auf mich. Wenn du mal guckst, die Furious Five und so, ja, Grandmaster, wie die ausgesehen haben schon. Mann, immer. Ja, Run DMC kommt mit den Adidas-Schuhen, warum Swag? Ja, da gibst du eine Diskussion gar nicht, Alter. Ja, das war bei uns erst ganz. Ja, schön. Mann, Alter. Bei uns eine Mathe-Diskussion. Ja, ja, ja. Okay, so Belasch, weiter geht's. So, der hat dann, wie gesagt, dann hat diese Psychose bekommen, so nach dem Motto so, ey, Flair hat vor der Kamera gesagt, also ich habe dem ja irgendwie dann halt, hab irgendwie seinen wunden Punkt getroffen, so nach dem Motto, ey, Digga, du bist keine Nummer und nicht die anderen sind schuld, sondern du bist schuld. Ab dann ging's los mit... Wie der meint, ich bin der beste Rapper in Deutschland. Er meint so, ich bin einer der besten Rapper. Er sagt, ich bin Champions League in Deutschland. Nur du bist Schmutz, du kannst nicht... Die lassen mich nicht hoch. Bruder, ich höre jetzt wirklich Schmutz. Ich habe mir sein Album angehört. Ich schwöre, ich habe im Auto eine Stunde gelacht. Ich bin mit Auto gefahren. Bruder, was der da quatscht. Ich schwöre, also... Er macht 80s mit Oldschool. Er ist einfach Schmutz, egal. Ich will, guck mal. Aber ich will ja sozusagen den Leuten erzählen, oder ich will ihm auch erzählen, wie er es besser machen könnte. Guck mal. Und dann geht's los, dass natürlich Boogie loyal ist. Ja. Boogie wird nur von ihm benutzt. Tja. Boogie wird nur von ihm benutzt. Ey, Boogie, setz dich mal vor die Kamera. Guck mal das Tape von Sinan. Sag mal, wie du findest. Ey, oh mein Gott. Sag mal, wie du findest. ich bin Boogie, Alter. Das habe ich mir gerade angeguckt. Das ist so peinlich, Alter. Das ist so schlecht, Alter. Ja. So schlimm. So, und schlimme Situation. Schlimme Situation, so. Aber dazu kommen wir gleich zu Sinan. Bruder, gib mir mal bitte die Cola da. Ja. Eine. Ist warm, ne? Wollen wir Klima machen? Ich mach mal ein paar Minuten Klima an. Kannst du mir... Dankeschön. So. Und irgendwann denkt sich Belasch, okay, er muss in einem Interview anfangen zu quatschen mit Flair. Es fing an mit PA. Und PA, ist mir scheißegal, ob PA geil vor der Kamera 3 Stunden Vorträge halten kann. Da hat PA reingeschissen, PA hat auch gelogen. Und PA hat das nur gesagt, weil PA eine Bullennummer am Laufen hatte. Aber es, wie gesagt, PA, ich glaube, dem ist es mittlerweile auch egal. Aber trotzdem, ich werd den nicht auf mir sitzen lassen. Die beide sitzen in dem Interview. Ja. PA sitzt in dem Interview mit Belasch. Und dann geht's los mit diesem so, ja... Die Leute sollen bei mir nicht sagen, ich bin zu den Bullen gerannt, so wie Flair. Der hat mir selber gesagt, wo ich mal bei ihm zu Hause war, da war er noch mit Schumo bei mir. Mm. Er hat mir gesagt,
Er würde sofort die Bullen rufen. Er hat sogar in seinem Handy die Nummer von Dingsbums. Rock hat jetzt anhat. Mhm. So. Stimmt, das hat er im Interview gesagt. Hat er im Interview gesagt. Er hat das nur gesagt, weil ich bei, ich glaube bei Cynic war das oder bei irgendeinem, habe ich halt dann wirklich, hätte auch nicht sein müssen, aber habe ich halt gedroppt. So nach dem Motto, man PA soll nicht quatschen, er ist zu den Bullen gegangen, hatte Stress mit Leuten, bla 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 bla. So. Ja, gut. Ist doch sein ist auch alte Scheiße. Ist alte Scheiße, ist auch sein Ding, was er da genau gemacht hat. Und wenn er das für sich richtig als richtig empfindet, so, ey, geh, mach dein Ding und du bist trotzdem für mich ein cooler Typ, ist alles okay, wir haben uns jahrelang gut verstanden, so. Dann hat die Nummer ein bisschen reingeschissen, so. Aber nochmal, was er da quatscht und wie er es gerne hätte und wie er das sozusagen dann, wie er meinen Namen dann sozusagen mit so einer Bullengeschichte in Verbindung bringt, richtiger Bullshit. Und dafür habe ich auch richtig viel sozusagen Initiative, Anwälte, Beweise, die letzten Jahre, egal ob es gegen Spiegel TV ist, egal ob es bei Bushido ist, egal ob es bei Animus ist, egal wenn PA das behauptet, ich habe richtig krass rausgeholt, damit so ein Gequatsche, damit man richtig mal darüber reden kann und sagen kann, das ist alles Bullshit. So war mein Plan. Mhm. Musste ich dann nicht mehr machen, weil Belasch mir einen riesen Gefallen getan hat. Belasch hat dann, wie gesagt, irgendwann dann halt mit diesem PA-Talk und so, da haben dann zwei sich gefunden, so, die zwei Iraner, die intellektuellen Iraner, Alter, hättest noch du dabei sein müssen, so, haben dann gequatscht und so, und dann dachte, und das, und jetzt kommt der ganze Punkt, was er quatscht mit, ich rede doch nicht mehr lange über den, jetzt noch zwei Minuten, dann kommt dieser ganze Scheiß mit, so nach dem Motto, dieses, ja Mann, ich wollte auch mit ihm reden, aber dann war Rücken, und Flair braucht Rücken, und kann nur Rücken, und Rücken, so. Belasch, du Schwanz, warum überhaupt ein Arafat mit ihm geredet hat? Arafat kennt den gar nicht. Mhm. Warum überhaupt ein Beko mit ihm geredet hat? Beko kennt den gar nicht, ist, weil er ja ganz stolz eine Geschichte erzählt von, ey, die Hells Angels und die Hells Angels und bla bla bla. Irgendwann haben die Hells Angels, Alter, gesagt, was quatscht der die ganze Zeit über uns? Und haben ihn ranzitiert. Und haben ihm erstmal erklärt, in Kombination mit Arafat, weil Arafat den Kontakt hergestellt hat und so, aber das ist deren Welt. Und haben ihm erstmal gesagt, hey, hör mal zu, du krasser Belasch. Komm. Und mit Flair war mal eine Geschichte, die haben wir geregelt. Was mischst du? Dankeschön. Ihr Twitcher, ihr YouTuber, ihr Belasche da draußen, was geht euch das an? Genauso. Und dann war er so. Nein, er dachte, er packt das aus gegen dich so. Genau. Er dachte, er hatte was und dann ist ihm eine Bombe im Arsch explodiert. Und hat auch bei Budak in dem Interview immer so, hat rumgestottert. So. Seitdem hat er einen kleinen Dämpfer bekommen und macht nur noch so um die Ecke, so diese so, ruft er den an, macht ein bisschen da seine Postings, macht da sein Ding oder steigert sich bei deiner Sache rein. So. Was ich aber halt nur sagen will ist, warum er überhaupt mit Arafat und mit Beko geredet hat, war nicht wegen mir. Ja, weil andere Leute mit. War, weil er Themen aufgemacht hat, wo die involviert waren. So. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt. Lässt so aussehen, als hättest du jetzt den. Als ob ich die geholt hätte, genau. Und darum sage ich ihm, guck mal, Belasch, ich sage dir das jetzt hier, ich sage das Boogie, ich sage das Bones, ich sage das Animus, ich sage das Bushido, ich sage das Tupac. Also aus dem Himmel wiederkommen, so. Guck mal, ich weiß nicht, wie krass ihr seid oder nicht seid. Ich bin Flair und ich bin schon immer so, wie ich immer war. Ich scheiß auf jeden. Okay, ich scheiß auf euch alle. Das bedeutet, wenn ich ganz, ganz schlimme Sachen sage, weil in meiner Welt es nach diesen Sachen, die man sagt, eigentlich nichts mehr kommen kann außer Schlägerei, dann sage ich die ganz bewusst. Ich sage Sachen und sage, du bist das, du bist das, du bist das, Boogie, du bist das. So, Boogie weiß ganz genau, warum ich das sage, weil er es zu mir gesagt hat, das HS-Wort. Und ab dem Punkt, wo es jemand zu mir sagt, darf ich es 100-mal zu ihm sagen, für den Rest meines Lebens, genau wie mit Bösemann. Der hat vor 10 Jahren es mal gesagt. Der denkt, ich hab's vergessen. Ich darf ihm sagen, was ich will, weil gleiches Recht für alle. So, und in dem Augenblick, wenn ich es zu irgendjemandem sage, will ich eigentlich nur damit signalisieren, komm. Ich will kein Problem. Ja. Wenn du ein Problem willst, kein Problem. Ich bin da. Nee, klar. Und ich bin jeden Tag da, wo ich bin. Und ich bin aber auch manchmal wochenlang bin ich nicht da, wo ihr dann könnt gerne zum Diamonds fahren. Ich will nur euch allen damit sagen, so, ich bin nicht der Krasseste. Ich bin Flair, ihr wisst, wer ich bin. Boogie weiß, wer ich bin. Ich bin in derselben Welt aufgewachsen wie Boogie und ich habe diese Welt ausgehalten ohne Drogen. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen.
Von Belasch haben wir nie was gehört. Lass dich das mal durch den Kopf gehen. So. Und ich bin als Deutscher in Berlin und habe Songs die Neue Deutsche Welle gemacht. Viele Grüße an die AfD, Irfan Peci und wie ihr alle heißt. Ich bin in Schöneberg gewesen, habe Neue Deutsche Welle gemacht. Nicht wie ihr mit Polizeischutz. Hey, hey, yo, Kundgebung. Hey, yo, der Islam. Kennst du Irfan Peci, Alter? Der hat ja auch bei mir Fragen gemacht. Hey, 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 ich bin hier mit Bullen und yo, Kundgebung und der Islam. Bruder, Alter, ich bin Flair als Deutscher und habe Neue Deutsche Welle gemacht und meine Homies sind Araber, Moslems, dies, das, pipapo, aber ich habe mich selber positioniert und keiner von euch hat das gemacht. Keiner von euch hat das in so einem Mainstream-Level gemacht und hat so viel sozusagen sich positioniert für sich selber und hat jede Art von Gegenwind in Kauf genommen. Das möchte ich immer sagen. Darum dieses, was Belasch da so, er war prädestiniert, weil er war mit Bushido. Natürlich, ich war zwei Jahre mit dem. Ihr Schwänze, ich war zwei Jahre mit dem. Dann habe ich 7 Jahre mein Ding gemacht. Du hast ja auch... Meine ersten Debütalben waren erfolgreicher als die Debütalben von Bushido. Bruder, die sind alle so nein, crazy. Nein, das macht er... Das ist Quatsch. Diese, du bist eine Nachgeburt von dem erfolgreichsten Rapper. Eine Nachgeburt. Aller. Das ist ja Quatsch. Du hast ja mit deiner erfolgreichsten Sachen hast du ja mitgemacht. Ich habe nicht nur zu diesem ganzen Flair... Seine Zeit ist vorbei. Die Trends, er weiß nicht. Er soll. Guck mal, Leute. Die erste Gangster-Rap-Platte in Deutschland, die auf dem Genre Gangster-Rap, ich will nicht Azad seine Credits absprechen, ich will nicht Frankfurt die Credits absprechen, ich will nicht, keine Ahnung, sonst sehen, nicht mal Moses Pelham, obwohl der Typ für mich ein Esel ist. Der ist so ein Esel, Bruder. Ich habe mit dem letztens telefoniert. Ach so, wegen. Er ist so ein Spast. Egal, später. Okay, ja. Viele Grüße an Moses, du bist schon ein richtiger Mieser. Eigentlich mochte den, ich schwöre dir, ich habe richtig Respekt vor dem gehabt, aber dieses Telefonat hat mir so... Mich jetzt gerade irgendwie. Ey, ich habe so Respekt vor dem gehabt. Für mich war der eine Legende nach diesem Telefonat, ich schwöre dir bei Gott. Erzähl gleich. Ja, machen wir später so. Ja. War ich recht stehen geblieben. Genau, Gangster-Rap-Platte, Leute. Da sagt mir eine Gangster-Rap-Platte in Deutschland, wo man gesagt hat, das ist einer der... Platten, die Gangster-Rap auf die Karte in Deutschland gebracht haben. Ja. Sag mir bitte. Ja, das ist das Album, wo du einen Solo-Track drauf hast, dessen Name in die Geschichte eingegangen ist. Okay, so. Selbst, guck mal, Leute, selbst wenn ich danach 12 Jahre lang mir den Arsch gekrault hätte. Ja, wärst du eine Legende. Richtig, ja, warte, ich will noch eine Sache machen. Selbst wenn ich danach 12 Jahre lang nur Scheiße gelabert hätte, ich habe nicht Scheiße gelabert, ich habe danach jedes Jahr mindestens ein Top-10-Album rausgebracht, mindestens meine 50, 60, 70.000 Platten verkauft, keine Ahnung was, und habe sonst was gesettet, so. Und dann irgendwann, nach 3 Jahren Therapie mit diesem ganzen Deutschrap, bringe ich ein Vibe-Album. Wenn man in Deutschrap sagt, ein Album hat Trap auf die Karte gebracht, ohne jetzt andere Trap-Rapper klein zu reden, welches Album ist mit bei? Dabei ist auf jeden Fall Vibe, klar. So, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal in 2 Dekaden, ey, ihr Schwänze, ich rede von Dekaden, ich rede von 10 Jahren und nochmal 10 Jahre, habe ich euch meine Faust in den Arsch, habe ich diesen ganzen Typen so, ey, Flair, ja, was macht der denn der Trap, er macht ja so kurze Sätze und warum macht er denn so, warum sagt er immer nur ein Wort und, oder warum rappt er über im Club, ich trage die Club, es ist 30 Grad, trotzdem trage ich meine Lederjacke, 10 Jahre, ihr habt alle nachgemacht. Alle! Sei es die Beats, auch Props an Bushido, darum, Bushido hat ja ersten 10 Jahre die Legacy. Habe ich ihm auch nie abgesprochen. Ja. So, dann wieder, zweite Mal 10 Jahre. Guck mal, Leute, verlasst euch darauf, ich habe nochmal 10 Jahre. Ich will es euch nur mal sagen. Und der einzige Grund, warum wir hier gerade ein bisschen musikalisch rumdribbeln, ist nur, weil ihr da draußen alle krank, ihr seid alle verwirrt. Ihr seid crazy. Ihr guckt nur auf, ey, hast du gesehen, der ist in der Spotify-Playlist. Ey, hast du gesehen, da hat der Algorithmus gekickt. Ey, hast du gesehen, Alter, da ist es viral gegangen bei TikTok. Ihr seid am Arsch. Und bis ihr euch wieder erholt, machen wir ein bisschen Dings. Flugmodus. Kommt wieder. Aber ich will nur damit sagen, ich will es mal hier wirklich sagen, verliert man nicht den Respekt. Verliert man nicht den Respekt, was die Kunst angeht. Das wollte ich mal wirklich sagen. Wie sind wir da gekommen? Belasch. Belasch, ein Schwanz. Das Ding ist, also was ich vielleicht abschließend dazu sagen kann, das ist so eine wirklich eine sehr seltene Mischung aus Selbstüberschätzung und völlige Verzerrung
also Realitätsverlust, so dieses, ich bin eigentlich der Beste, aber ich habe schlimme Feinde, deswegen komme ich nicht hoch. Bro, das ist wirklich, das geht auf keine Kuhhaut. Aber. Oder er hat für mich das typische, zum Abschluss: Berlin-Syndrom. 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 Das haben wir doch auch hier. Oder habt ihr vielleicht Leute, auch, die schieben auf andere, die. Bogi hat dieses Syndrom schon immer gehabt. Er macht ein Album mit Hengst, dann beleidigt der Hengst. Er macht ein Album mit Frauenhass, dann beleidigt der Frauenhass. Er macht einen Song mit Flair, dann beleidigt der Flair. Ey, Flair, komm in meine Wohnung. Ich hab ihn gebeten, Real Talk. Ey, Bogi, können wir bei dir in der Wohnung Video drehen, Sido und so, nur Legenden, bla bla bla. Dies, das. Ey, Flair, cool, danke, Alter, danke, bar, pusht mich auch. Ey, kannst du mir Aro Berlin-Shirt schicken, bla 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 bla. Dann wieder beleidigt er mich. Warum hat er dich denn letzten Test beleidigt? Da war doch nichts. Ja. Weil er eine Psychose hat. Aber das war doch nichts. Weil er eine Psychose hat. Und ich sage dir ganz im Ernst, der Typ, Alter, hat ja diesen Dingsstatus, er hat ja diesen Kultstatus irgendwie. Nein, er hat diesen Behindertenausweis. Ach so, meinst du, dass man ihn immer viel durchgehen Wenn hat. Einer Behindertenausweis hat, Bruder, du kannst ihn nicht schlagen. Alle in Berlin, egal ob Tempelhof, Lichtenradische, man sieht ihn erst in der U-Bahn, er macht Sit-Ups, er macht Liegestütze. Keiner geht hin und fässt ihn an. Weil Bogi hat diesen, was du sagst, Legenden-Behindertenausweis. Ja, Ich hätte gesagt, der ist irgendwo hat auch immer eine gewisse Sympathie, so, eine sympathische Art gehabt, deswegen hat man ihm viel durchgelassen. Ja, aber geht nicht mehr. Ja, ich würde auch sagen, geht nicht mehr, viele Sachen geht nicht mehr einfach. Geht nicht mehr. Viele, wenn ich ihn sehe, Aussagen und, geht gar nicht und mehr. Und auch bei Boogie, wenn ich ihn sehe, sehe ich ihn. Ja, das ist eure Sache. Das er soll mal kommen. Mit sowas habe ich nichts zu tun. Oder ich gehe, guck mal ganz mal. Ich nehme keine Drogen. Ich trinke mal ab und zu ein. Ich mache meinen Sport seit 20 Jahren. Oder Leute haben sich so abgeschossen mit Drogen, die können nicht mal mehr reden. Oh, leider sieht man das. Bruder, warte mal. Und die quatschen im Internet was von Schlagen und von Dingsbums. Ja. So ein Belasch mit seinen T-Rex-Arm. Der hat UFC geguckt, Alter, und denkt, weil er UFC geguckt hat. Der, also. Ey! Da, wie gesagt, und die drohen, Alter, ey. Ihr seid zwei Junkies in einem Podcast, macht eure Arbeit, ist okay. Chillt, Respekt, Hip-Hop, yo. Ist ja nicht mehr Hip-Hop, das ist Schwurbel-Podcast. Da ab und zu geht einer noch aus Hip-Hop-Szene, der Rest ist Schwurbeln. Der Rest, da geht's nur noch um... Ken Jebsen auch voller Idiot. Das da geht's nur noch um Echsen. Ich fand der Ken Jebsen trotzdem irgendwie noch immer okay, weißt du, ja. Ja, das ist dein Ding. Ja. Ich habe den mal persönlich kennengelernt. Ich finde den einfach, ich mag den halt. Vielleicht ist der, ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht im privaten so, ich kann mit den Sachen, die er sagt, nichts anfangen. Aber vielleicht ist er auch nett, keine Ahnung. Aber wie gesagt, lass mal, wie gesagt. Aber ich wollte jetzt nur mal endgültig zu diesem Thema sagen. Guck mal, Leute, wirklich. Ihr wollt, ich verstehe das, wir predigen das die ganze Zeit, ihr wollt. Dass man nicht nur die ganze Zeit sagt, ey yo, ich bin krass, und dann sagt der andere vor der Kamera, ey yo, ich bin krass, und dann sagt der TikToker und Twitcher, ey yo, ich bin krass, am Ende passiert gar nichts. Ich versuche euch zu sagen, dass es ist wirklich so, und dann muss ich auch Belasch recht geben, und dann muss ich auch Belasch recht geben, weil das hat er letztens in einem Interview gesagt, wenn bei uns was passiert, passiert richtig was. 100%. Das ist auf jeden Fall so, weil das ist die Natur von Berlin. Ich weiß nicht, Berlin ist jetzt nicht die Bronx. Also, nein, aber du merkst ja, ey, ich rufe das Café an, dann rufe ich den Araber an, dann rufe ich den Araber an und sowas. Glaubt es mir, Digga. Dieses Straßending ist den Leuten, also dass man so einen Namen hat, dass man nicht gedemütigt wird, dass man nicht sozusagen als Opfer gilt, bedeutet denen alles. Und darum dribbeln die auch so rum. Und wenn sie dann mal wieder irgendwo was haben, wo sie raufhauen können, dann eskalieren sie immer gleich. Aber im Endeffekt sollen die Leute nur verstehen, scheiß drauf, was du denkst, wie krass du bist. Für mich bist du nicht krass. Sorry, real talk jetzt. Wenn jemand für mich krass ist, wobei ich sag immer sofort. Für mich sind sie nicht krass, sind für mich Dings, Alter. Spinner. Jetzt sag mal nur ganz kurz Moses, was ist da los? Machen wir später, der arme Moses. Ja. Es wäre jetzt nicht verhältnismäßig. Nein, nachher vergesse ich es halt nochmal. Also, jetzt können wir nochmal vielleicht mal paar andere Stats durchgehen. Du bist ja dieses Jahr ja mit Kate am Start, neue Managerin, also neue alte Managerin. Also, ne, ihr kennt euch 100 Jahre, aber jetzt seid ihr wieder mal businessmäßig zusammen. Ne? Irgendwie, die war ja mal für dich auch wahrscheinlich mal verantwortlich zu Agro-Zeiten. Ja, ne? zu Agro-Berlin-Zeiten war sie halt die. Ja. Weil die eine Säule von Agro Berlin. Genau. Auch witzig, dass man ihr die
ja, ich will nicht sagen, die Props nicht gibt, aber man vergisst ihren Namen immer. Weil die Gründer von Agro sind drei andere, aber sie ist keine Gründerin, aber sie war von Anfang an dabei und auch sehr wichtig, oder? Ja, aber das war auch das Problem, dass man, ich will gar nicht so ein Männer-Frauen-Thema jetzt aufmachen, aber es war schon so. Ja, klar, naja, ja, klar. Frau muss sich durchsetzen. Naja, klar, also, aber das ja. Ding ist, war halt, bei uns, für uns intern als Rapper war das nie ein Thema. Na, na, klar. Es war jetzt nie so, ja, weil, okay, Frau, ganz im Gegenteil, die hatte was, die war eine große Schwester, war ein Mutterersatz für mich auch in vielen, ja, in vielen Lebenslagen und so. Und deswegen, für mich persönlich war sie, ich wusste, was sie kann und ich habe natürlich auch verstanden, dass, wenn du ein Label Agro Berlin nennst, ja. Meinst du jetzt, dass er zum Beispiel das Gesicht davon nicht eine Frau sein kann? Weil ja, so meine ich offiziell. Na, was, ich rede da, nee, ich finde generell nicht, dass die Chefs davon das Gesicht sein sollten. Das haben die auch falsch gemacht. Ja, aber waren die jetzt nicht so krass, oder? Für mich jetzt. Später, wo es halt bergab ging, hat man gemerkt, das hat auch dazu beigetragen, dass wenn sich die Leute, die eigentlich die Künstler managen, sich dann halt in den Vordergrund stellen und so, hat man schon gemerkt, dass da irgendwie, das ist, entweder du bist der Manager, entweder du bist der Labelchef, dann machst du deine Arbeit. Lässt die Künstler sein, lässt die Künstler im Rampenlicht stehen. Und in dem Augenblick, wo dein Ego mehr ins Spiel kommt und in dem Augenblick, wo du auch Fame möchtest, als jemand, der eigentlich dafür zuständig ist, dass der ganze Laden läuft, glaube ich schon, dass das dem Ganzen nicht gut tut oder gut tat. Und ich will damit sagen, das Thema, warum Käthe dann von Agro Berlin halt auch weggegangen ist, war auf jeden Fall das Thema, dieses, ja, Männerding, Frauending, 100%, dass man als sie als Frau sozusagen, ja, probiert hat, so nach dem Motto, bleib mal in deiner Ecke, wir machen hier und wenn wir dir sagen, dann mach so, 100%. Achso, ich dachte, sie ist mit Silo sozusagen weggegangen. Also ist sie ja, na, anders. Guck mal, warte ich mal zu diesem Frauenthema, ja, zu diesem, wie nennt man das, Quote, Frauenquote, wie nennt man das, wie ist der, ja, Überbegriff? Wenn man immer sagt, Frauen werden im Arbeitswesen okay, benachteiligt. Weiß ich jetzt nicht, wie man das. Egal, du kennst dieses, weiß, Thema. Das haben wir schon mal gehabt. Hatten wir schon mal das Thema. So ein Wort dafür. Bei ihr ist es halt ein geiles Beispiel, weil da geht es nicht darum, dass sie jetzt einfach nur eine Frau ist und sagt, ja, ich arbeite für Agro Berlin. Sie hat den Laden gerockt und das, ja, was sie konnte, kann kein Mann. Also die Art, wie sie Management gemacht hat, die Art, wie sie mit den Labelpartnern, mit den Medienpartnern kommuniziert hat, mit dieser netten, fröhlichen Art, positive Art und sowas, kann kein Mann. Mhm. Und deswegen in der Kombination, also in diesem Arbeitsfeld, Managerin, Manager als Frau, steht sie in Deutschland für dieses Beispiel. Mhm. Weißt, es gibt, ja, auf jeden Fall, nur ganz wenige. Also wenn du Männer nimmst, die sagen, ey, ich bin ein Mann, ich mache mein Management, ich mache das mit der männlichen Art und Weise oder ich stehe dafür, dass man halt als Mann Manager ist, dann gibt es auch für mich zwei, drei Namen so, die halt krass sind und so, auch wenn ich mit denen ich gut bin, aber Alain Mitschic ist so auf jeden Fall ein Typ, der hat im Boulevardbereich mit keine Ahnung, Sophia Tomalla und Verona Poth und so, hat er alles, ja, abgerissen. Ah, nee, alles gut. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, und dabei als Frau, wenn du eine Frau suchst, die Managerin ist, dann ist es entweder Kate oder Marina danach, weißt du? Marina, ja, auf jeden, ja, Fall. Ja, also, 100%. Ja, jetzt seid ihr ja wieder zusammen, ne? Also jetzt, ja, und ja, ich hab halt auch immer jetzt nachgedacht und dachte mir, ey, wenn ich jetzt mal ein bisschen wieder durchstarten möchte und nochmal andere Bereiche angehen möchte, so braucht man jemanden wie Kate. Ja, ja, voll. Und natürlich tut mir das gut, weil sie ist wie Familie, ist eine Frau, einfühlsamer, kann mit mir reden. Hat sie, also wir haben das Gespräch schon gehabt, aber ich muss ja so tun, als ob wir die Leute, ja, weil ich mir so denke, dass die Leute vielleicht interessiert ist. Mach wieder aus, sonst kriege ich echt einen Zug. Ja, mach ich. Aber das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass sie dich natürlich als Kind kannte, so 18, 17, Flair anders, so. Ja. Dann habt ihr euch sozusagen auseinandergelebt, so, oder verloren aus den Augen so ein paar Jahre. Jetzt bist du ja natürlich irgendwo auch ein neuer Mensch, so irgendwie. Und trotzdem, also sie kennt wahrscheinlich dich mehr von außen, als sie dich persönlich kannte die Jahre, weißt du? Es ist schon ein neues Kennenlernen gerade. Genau, ein neues, ja, Kennenlernen, genau. Wie ist das? Oder hat sie auch Paranoia gehabt? Ja. Weil du bist Flair. Also, wer hat keine Paranoia, ne? Wer hat, nein, auch Bock mit dir zu arbeiten. Es ist schon so, man weiß, oder vielleicht denkt man sich, also ich kenne dich ja auch privat, ich weiß auch, dass du nicht so bist, wie du rüberkommst immer, aber das weiß man ja immer nicht. Und du bist ein Stirnacken. Stirnacken wollte ich nicht sagen. Du bist ein Dingskopf, wollte ich sagen. Stierkopf, Sturkopf. Stirnacken, wie komme ich da drauf? Stirnackenkommando. Sturkopf. Du bist ein Sturkopf.
Du bist keiner, mit dem man nicht reden kann auch. Das, also nur, dass die Leute das nicht verstehen können. Du bist, man kann schon auch auf einen anderen Punkt kommen als Ausgangspunkt und so. Aber trotzdem weißt du, was du willst. Du weißt, wie du dastehen willst. Du kennst, du hast deine Kunst, was auch immer ein Streitpunkt bei uns ist, sehr, sehr so fest in der Hand. Und auch warum du keinen Twitch mehr machst, war ja auch immer, wir haben ja auch viel diskutiert. Ich habe dir ja auch immer gesagt, meiner Meinung nach so, also können wir gleich nochmal drüber reden, aber ist also, das, ich kann mir schon vorstellen, dass eine Frau wie sie, die jetzt schon im Leben steht, die schon Familie hat, die schon einen großen Künstler, vielleicht den größten Künstler unserer Szene hat, so, oder so, Sido ist bei ihr, weiß man ja, sie hat auch noch ein paar andere Künstler, aber halt, Sigi ist schon, denke ich mal, ein Typ, der den musst du betreuen halt, der hat wahrscheinlich jeden Tag Anfragen, ne? Wahrscheinlich jeder Sender will, jeden Tag will den, wollen die den haben und so weiter, muss er viel machen und kann mir auch vorstellen, dass sie, hätte sie mir auch vorstellen können, dass sie Nein sagt. Der ausschlaggebende Grund, glaube ich, warum sie sich das antut, ist nur Family, ist nur wegen Family, der Familiensinn, dass man sich kennt. Dass ihr euch kennt, habe ich mir auch gedacht. Weil ich meine, ganz ehrlich, damit das klar wird, was ich sage, ist, also ich sehe Keta, das ist eine Top-Adresse, da will auch vielleicht jeder hin. So. Deswegen sage ich. Ja, will jeder hin, will offiziell. Aber also den Vorteil, den ich dann habe, warum ich dann halt mit ihr überhaupt wieder irgendwie in Kontakt treten konnte, ist natürlich, dass auch erstmal man mit Sido viel zu tun hat und dann halt immer wieder sich gesehen hat und immer wieder geredet hat. Und man hat nicht nur auch viele gemeinsame. Also man hat auch eine gemeinsame, also man hat auch die gleiche Meinung und auch ein bisschen so dieses gleiche, die gleiche Art, also wie sagt man, die gleiche Trauer, die gleiche Nostalgie, das gleiche Empfinden, was auch die Vergangenheit angeht zu Argo Berlin. Das heißt, ich sehe genau wie sie, warum es kaputt gegangen ist. Ich sehe genau wie sie, was man hätte man besser machen können. Ich finde es genauso schade. Für mich war das genauso wie eine Familie, wie für sie. Das verbindet uns krass, weil für viele Leute in der Firma war das keine Familie, sondern ein Business. Für mich war das Familie, für sie war das Familie und darum hat uns das beide sehr krass enttäuscht, wie es gelaufen ist. Darum hat auch Sido am Ende gesagt, ey, Keta, willst du nicht mitkommen? Und Keta hat mit Sido das weitergemacht, weil es Familie war. So, und ich bin wegen meiner Familie, ganz wichtig jetzt, damit es Belasch versteht, mit meiner alten Familie Bushido dann aber wieder zusammengekommen. Ja. Was mir sehr wichtig war. Wie ein Bruder, ja. Das war mein Bruder. Ich habe den 6 Jahre lang nur, haben wir uns bekriegt, wegen der anderen Familie, Argo Berlin. Und das war immer so dieses Vater-Mutter-Prinzip. Wenn du mit Vater gut bist, darfst du mit Mutter nicht. Ja. Mutter, bla, so. Und Keta hat dafür immer Verständnis gehabt. Sie hat dann immer zu mir gesagt, auch bei der Trennung von Argo Berlin, hat gesagt, guck mal, das ist dein Bruder. Chill mit ihm, mach, tu dies, das, hin und her, wir gucken mal. Natürlich lief's dann auch nicht so gut, weil dann halt Bushido auch immer sehr anti-Sido war und da natürlich mich auch wieder vereinnahmen wollte und da auch wieder seine Spielchen treiben wollte, ist nun mal so Facts. Aber mit Keta, wie gesagt, hab ich halt den Vorteil, dass wir halt das aus der Musikbusiness aus demselben Punkt machen. Ja. Was eigentlich dagegen spricht, ist, dass ich halt 10 Jahre lang mein Ding gemacht habe und sie jetzt natürlich kommt und sagt, Flair, lass mal so machen. Ich sage, ey Kete, glaub mir, ich habe das 10 Jahre so gemacht. Ja, ich weiß, wie ich funktioniere. Ich weiß, wie ich funktioniere so. Und da gibt es gewisse Bereiche, wo ich auch noch weiter sagen werde, ey, hör mal zu, glaub mir, bis hierhin, lass mich mal machen und ab dann, let's go. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Bereiche und das sind natürlich die mir auch, wo ich halt Mehrwert davon habe und wo ich halt happy bin, dass ich mal, das werden viele nicht glauben, ne, aber da bin ich halt happy, dass ich nichts zu melden habe. Gibt es ganz viele Bereiche, wo ich halt überhaupt nicht hinkomme, wo sie halt connected ist, wo sie halt auch mir sagen muss, wie man sich da verhält und wie man was macht und so, wo ich halt dann halt sage, ey geil, endlich kommt da mal jemand und bringt mich irgendwo hin, wo ich so nicht hinkommen würde oder auch nicht denken würde, dass es da Sinn macht. Ne? So, und ja, und deswegen wollte ich nur sagen, also es ist ein Family-Ding und der Respekt überhaupt, dass ich auf jemanden höre, Real Talk jetzt, auch auf eine Frau höre überhaupt, ist nicht, weil ich sage, yo, Frauen sind die Männer und Männer sind die Frauen. Nein, nein, nein. Sie hat als Frau, als Managerin einfach, sie ist einfach offiziell die Beste. Verstehst du, was ich sage? Naja. Also, wenn da jetzt morgen eine andere Frau kommt, Alter, und mir sagt, sie will Managerin werden, dann würde ich sagen so,
Viel Spaß. Viel Spaß, will ich sehen. Ist ein hartes Business so. Ja, es ist ein sehr undankbares Business. Ja, kann man sagen. Ja. Und deswegen Respekt an die, an die zwei Mädels da, Marina und Käthe. Die haben jetzt auch einen Artikel im Spiegel, glaube ich. Ja, und ja, und deswegen. Es gibt. Aber jetzt dieser Gegensatz und dieses Flair der Psycho und die Dame Käthe und so, glaube ich, ist ganz gut, weil es bricht so ein bisschen die Klischees auf. Ja, das ist ganz gut für dich. Ja, klar. Können die Leute dich auch nochmal anders kennenlernen. Jetzt warst du interessanterweise, du hast Rakete, du hast, ihr arbeitet zusammen, dann bist du direkt auf Tour gegangen. Hat sie das organisiert? Kannst du dazu was sagen? Du bist auf Tour gegangen, ich war ja auf Tour da ein paar Mal. Die Konstellation mit der Tour ist dann durch Musa entstanden. Also Musa ist auch ein Part von dem Team, von Sido, von Kete und da ging es halt darum, dass er das in die Hand genommen hat, dann haben wir natürlich nochmal mit Booking-Agentur, nochmal mit einem größeren Team das auf die Beine gestellt und haben dann gesagt, okay, lass mal jetzt schnell auf Tour gehen, damit die Leute sehen, Flair ist am Start. Ja, weil ich auch lange nicht war. Ich wollte gerade sagen, sag mal ehrlich, warst du positiv überrascht? Berlin und Köln, also ich war generell überall positiv überrascht, wie der neue Sound wirkt. Ja. Wie du einfach den Trap-Shit bringen muss, damit die Leute da Moshpits machen und hin und her. Und natürlich war ich halt ich war auch überrascht, wie viele ältere, jüngere Mädels, Jungs, hängengebliebene, coole, weiß ich nicht, Kennex, Deutsche, natürlich bei mir sehr, sehr viele Deutsche, das hat mich aber gefreut. Ja, hab ich denn. Ich fand, ich hab nicht so viele Deutsche in Berlin, oder? Waren schon sehr viele Deutsche. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich war echt überrascht oder auch positiv, ich war auch froh, ehrlich gesagt. Für dich einfach, dass, weil du warst einfach schon 100 Jahre nicht mehr auf Tour und Tour-Game ist ja so ein eigenes Game, egal was für ein Fame man hat, egal was für Platten man verkauft oder nicht. Das ist nicht bei jedem Künstler dasselbe. Es gibt ja Künstler, die haben ohne Ende Streams, aber wenn die auf Tour gehen, ist schwierig und so weiter. Deswegen war ich froh, dass Berlin war auch gut. Berlin Köln war geil, krass. Köln war krass, war ja Köln dabei. Hamburg auch krass. Schön. Ja, also ich meine, insgesamt denke ich mal, kann man sagen, ey, guter Start, jetzt let's go. Also wann gibt es die nächste Tour? Also ich würde halt nicht mehr so lange warten, ne? Wollen wir jetzt nicht nochmal warten. Ich würde halt gucken, dass ich schnell wieder was auf Tour gehe. Ja, ja. Album machen, Vibe 2 und dann dazu auf Tour. Also willst du echt Vibe 2 machen? Also ist auf jeden Fall. Bei dir weiß ich ja immer nicht, du sagst und dann ändert sich halt ja immer so schnell. Vibe 2 oder die letzte deutsche Welle? Ey, das ist ja krass. Hä? Die letzte deutsche Welle. Das ist ja geil, die letzte deutsche Welle, geil. Ich feier. Die neue Deutsche, die letzte Deutsche. Die aktuelle. Ich feier. Die letzte deutsche Welle. Nee, aber zum Beispiel NDW2 würde ich soundtechnisch nicht mehr fühlen, aber Vibe 2 ist klar. Das ist ja klar. Soundtechnisch, ich glaube, da ein beliebtestes Album, kann man sagen, der letzten Ära so. Mhm. Jetzt mal abgesehen von früher so. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe ja... Muss auch passen, weil da ist Limo drin, ne? Nur, dass du weißt. Aber Cola Light, oder? Ja, Cola Zero mit Limo. Ich tue immer Schuss Limo rein. Warum? Probier mal aus. Weil ich mag das. Digga. So. Hauptsache überall Zucker rein. Ist leicht, dann mache ich Zucker rein. Limo, nicht Dings, Zitronensaft. Ah, okay. Ja, lass uns kurz überlegen. Neues Album, Vibe kommt. Weißt du, ich noch. Sinan G. Ja, kennst du Sinan G? Kennst du Sinan G? Wollen wir über Sinan G reden? Das ist voll das geile Thema. Hast du schon mal über Sinan G in den letzten Wochen geredet? In den letzten drei Wochen sehr wenig über ihn geredet. Generell. Können wir aber machen. Das Statement. Wer äußerlich zu Sinan G? Oh mein Wie kannst du noch mit ihm chillen? Wie kann es sein, dass du mit Roos chillst, weil Roos dein Bruder ist und er mit ihm chillt? Ja. Wie kann es sein, dass du kein Statement gemacht hast, obwohl jeder ein Statement will? Und wie kannst du dich mit ihm assoziieren und Dings? Was war echt wieder, das war, was war da? Leute, Sinan ist ein Hängengebliebener, der Scheiße labert. Was habt ihr mit ihm gemacht? Die haben ihn zu Dings gemacht. Dieser Tilman Knechtel, dieser Bastard. Ja, er hat Kinderringverschwörungen ausgepackt. Sinan G und Roos, die haben Dings über sechs Ecken, bla, Dings, bla. Ja, Hast du eine Frage? Soll ich was zu Sinan sagen? Nee, ach, am besten gar nichts mehr. Die Leute wollen, Bruder. Die Leute wollen. Roos, jeder schaut zu. Wir dürfen uns nicht wegducken. Eine Sache, dann lass mich dir sagen. Ja. Ich habe vorhin noch mit Mo und ein paar Jungs vom Bangermusik?
Genau, aber ich, Mo, besser Mann. Die Kamera hier abgeholt von Mo hat mir sehr geholfen in der letzten Woche. Sehr geholfen. Ja, ich wollte gerade sagen, verrückt, oder? Wann hätte man das gedacht, dass ein Mo dir hilft? Mo schickt denen Sachen für Farid, für die Box, seine Ideen, er schickt denen das, die sagen, ey, geil, vielleicht nehmen wir das. Dann, bei der, weißt du, es ist verrückt, bei der ganzen Sache mit Sinan, auch letztes Jahr schon, dieses Jahr vielleicht noch mehr, hat man wieder echt gemerkt, wen kann man eigentlich aus dem Telefonbuch streichen? Also, was sind das für Menschen, Alter? Guck mal, du bist auf dem Schlachtfeld so mäßig jetzt bildlich. Da guckst du und sagst, du sagst so, ja, wir müssen das machen, wir müssen. Ja. Hey, der ist abgehauen. Bruder, wo bist du? Bruder, ich hab dieses Jahr keinen Produzenten mehr. Ja, aber okay, das müssen wir. Ey, ich muss sagen, das Thema müssen wir auch aufmachen, leider. Simes? Okay, Simes machen wir. Sehr beliebt machen bei deinen Fans. Nein, und aber ich will nur damit sagen, es gibt halt Leute, die sind nicht für die Sache gemacht. Ja, aber bei der Simes, kannst du jetzt damit nicht vergleichen, der war 6 Jahre für dich da. Nein, ich sage nicht, dass Simes nicht loyal war. Nee. Also nochmal, erstmal zu Sinan, dann zu Simes. Ja, ja, also, ja. Und über Simes will ich kein schlechtes Wort sagen. Ja, ja. Ich will einfach nur sagen, dass es gibt einfach Leute, Bruder, die können mit dir nicht kämpfen. Und das kann man denen auch nicht immer übel nehmen. Naja, ich sage auch immer, es ist halt ein Stress. Den kann nicht jeder vertragen, aber ich habe mich halt gewundert, dass Leute wie Mock, mit denen haben wir uns gefühlt gestern noch abgestochen, so quasi. So gefühlt. Ja, ja. Wir sind erst seit einem Jahr wieder gut und er war. Guck mal, Mock ist Berliner und die Leute müssen bei Mock und auch bei, wie gesagt, bei gerade, ich will jetzt nicht immer Berlin als die Bronx sehen, so, ja. Aber in Berlin entweder du bist Freund oder du bist Feind. Ja. So, gerade dieses Straßen-Graffiti. Gangster-Ding und so. Entweder du bist Freund oder du bist Feind. Wenn du Feind bist, dann beleidige ich deine Mutter. Und wenn du Freund bist, dann gehe ich für dich, keine Ahnung, Alter, ficken wir von jedem anderen die Mutter. Aber Hauptsache Mutter. Das Ding ist halt, beim, zum Beispiel Mock, aber es sind natürlich auch ein paar andere, die Jungs von Banger, du, bla, keine Ahnung, natürlich gibt es so Leute. Aber ich war halt überrascht, also eigentlich Blödsinn, was ich erzähle, ich war überrascht. Ehrlich gesagt, wenn du hättest mich vorher gefragt, ne, hätte ich wahrscheinlich dieselben Namen gesagt, die vom Schlachtfeld als erstes gerannt sind. Das ist so krass, Alter. Das ist so wild, ey. Es ist so wild, Alter. Ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff zuerst. Die Ratten verlassen das und wenn Schiff wieder am Start ist, wenn Schiff geht, dann, Bro, ey, Dings, so, deine Schnauze, Alter, hau ab, Alter. Und vor allem, was ich daran beobachtet habe, ist, die Typen, die du noch mit reingeholt hast. Boah. Die Typen, die du groß in dem Sinne, die sind noch nicht mal groß und gehen schon wieder. Das Krasse ist wirklich, die Leute, die sind noch nicht mal groß und gehen schon wieder. Die müssen eigentlich, die verstehen nicht. Okay, das Sinan-Thema ist ein spezielles Thema. Wir können auch gleich noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Und dann ich will nur sagen, ihr seid nicht mal groß. Ihr müsstet loyal sein. Ihr müsstet ein paar Etappen durchstehen. Klüger wär's, ja. Dann wisst ihr selber von euch, ob ihr wieder built for this. Ja, ja. Weißt du, born to lose, built to win. Deswegen sage ich so, wenn man sich wegduckt und wenn man, keine Ahnung, dann sagt, ey, ja, weißt du was, bis hier noch nicht weiter. So, ihr habt ein paar Wochen Ruhe, ihr habt euch rausgezogen, ihr dachtet, ihr seid raffiniert. Am Ende des Tages seid ihr die Gefickten. So war es immer. Es gibt Typen, die machen. Es gibt Typen, die ziehen durch. Es gibt Typen, die werden von. Vielleicht ist es ein Test von dem lieben Gott. Ja, damit der liebe Gott dir so ein bisschen selektiert. Ey, hör mal zu. Erstens, bist du dafür gemacht? Hältst du den Schmerz aus? Und zweitens, guck mal, was du für Schwänze um dich rum hast. Hier müssen wir mal ein bisschen ausmisten, ja, damit du Cash zählst und richtig nicht du Cash teilen, zählst, dass du genau weißt, wem gibst du was und wer ist cool und wer nicht. Weißt du, und so, damit ein bisschen so. Was ich peinlich finde, ist irgendwie, dann nimm doch nicht. Nimm nicht, dann kannst keine du bei guck mal, wenn die Zeiten hart sind, ne, dann wird auch keiner sagen, ey, weil du hast auch nie viel genommen. Aber wenn du die ganze Zeit nimmst, dann hab doch wenigstens ein kleines bisschen Gesicht, Alter. Digga, das ist ja krass, ja. Naja. Keine Scham, Bruder. Kein schamlos. Dann noch drauftreten. Weggehen, eine Sache. Nicht zuhalten, eine Sache. Nicht mithelfen, eine Sache. Dann noch drauftreten. Bruder, Alter. Was denken diese Leute immer, wo das endet? So. Boah, also, Sinan-Thema? Den sag ruhig. Ja, was stell mir doch mal Fragen hier. Ja, Alter. Keine Ahnung. Was soll ich für Fragen? Ich kann über das Thema nicht mehr reden. Ich bin tot. Ja, aber du musst doch mit Flair jetzt darüber reden. Ja, yes, ich hab doch mit dir schon 1000 Mal darüber geredet. Biggie, was sagst du zu Sinan?
Ja, normal, Bruder. Ja, er hat Scheiße gelabert. Ja, und also. Weißt du was, aber guck mal, wo die sogenannten Aufdecker und die ganzen Kritiker und so recht haben, ja, wenn sie dich ficken und wenn sie Sinan ficken, ist bei einer Sache, wo sie halt in Schwarz treffen, oder wo sie uns alle ficken, wo sie in Schwarz treffen, ist mit dem, hätte er mal gleich gesagt. Nein, nein, 100%. Hätte er mal gleich gesagt, Bruder. Aber guck mal, ja, guck mal, ich war am Anfang ja, weißt ja, ich war ja super abgefuckt deswegen, ne, ist ja klar. Aber dann im Nachhinein denke ich mir auch, ja, hätte ich aber wahrscheinlich genauso gemacht. Hat sich geschämt. Na klar. Erstmal so denken, so, vielleicht kommt ja auch nichts mehr. Entspannt, ja, so. Ist so, kann man verstehen. Aber klar, du weißt selber, du warst ja hautnah dabei. Die Streits waren jetzt nicht wenig. Also ich habe ohne jetzt zwei Wochen mehr geschrien als sonst in meinem Leben. Ja, und ohne, dass ich jetzt mich so Dings so rausmanövrieren möchte oder mal ein Statement. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe seit dem Tag, wo das, glaube ich, eskaliert ist und rauskam, ja, ihn nicht mehr gesehen, nicht mehr mit ihm geredet. Hab probiert, fünfmal angerufen, er ist nicht rangegangen. Du weißt, schade, ja, so. Hab ihn noch jetzt nicht gesehen, er ist nicht jetzt hier im Angelzimmer mit Illuminaten und so. Und nee, die Sache ist, ich glaube, du kannst dir ja vorstellen, was psychisch so abgegangen ist in der ersten Woche so. Man fühlt sich übermannt, man ist so übergeredet, verschiedene Sachen von Erpressung, von diesem Hunde. Bis die will was, der will Geld, die will Geld, die will das, die will das. Der Mock hat ja was gepostet gestern in seiner Instagram-Story, hast du gesehen? Nee, was? Ich hab, also für die Leute, die das interessiert, der Mock hat, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, aber der Mock hat so ein Video gemacht, kommt auf seinem Highlight-Kanal. Das ist schon mal eine kleine Sache, dass die Leute sehen können, von wo so Erpressungen kommen, so, ey, wer will Geld von uns wegen dieser Sache? Wer will auch so Geld rausholen aus dieser Sache? Und aber egal. Also, wie gesagt, ich gehe da auch rechtlich vor. Wie Sinan hat ja Anwälte, die gehen da rechtlich vor. Und dann schauen wir mal. Die Sache ist, Gott sei Dank, beziehungsweise hoffentlich auch. Weißt du, ich weiß, wir wollen nicht mehr in die Materie gehen, du bist es leid, aber ich will mal eine Sache loswerden, was mich die ganze Zeit voll abgefuckt hat. Ja. Ich gucke mir das so an, die Reactions, dann musst du reacten auf die Reactor und dann gucken die dieses Video an, dieses 10-Minuten-Video. Und dann sagen die halt, ja, und hin und her und Sinan und er ist pädophil, weil er ja das so das und das sagt. Dann haben die ja gelogen, dass da angeblich jetzt ein Kind mit im Raum sein soll. Belasch, du Schwanz. Er ist erfunden. Also wirklich jetzt, damit das klar ist. Natürlich hat er das erfunden, wie mit 90ern Kreuzberg. Ja, ja, 90er, ja, Bruder, ja. Die bilaterale Kommission war doch da 13. Ja, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat. Er hat es auf jeden Fall... das ist sein, guck mal, was ich mal gesagt habe. Ich habe gesagt, der größte Release seines Lebens war das Tape von Sinan. Ich will kurz mal was klar, guck mal, ich will euch, guck mal, für alle Behinderten, für alle Dummen, ich mache euch das jetzt mal so bildlich. Also. Hier ist der Raum, wo angeblich ein Kind sein soll. Da ist kein Kind. Aber sag mal, da ist eins. Lass mal so Worst-Szenario, damit es richtig schlimm ist. Wir machen uns das jetzt nicht einfach. So, wir machen das schlimmste Szenario. Chill. Ich bin gespannt, wo du hinaus willst. Warte, hier ist der Raum, wo ein Kind drin ist. Und eine Frau. Hier ist der Raum am anderen Ende der Stadt, wo ein behinderter Sinan G ist. Was Biggie meinte. Einer, der Kacke labert. Okay, so. Hier ist die Internetleitung, wo die halt ihre Faxen machen. Sie macht mit, er macht mit, er macht mit, er labert Scheiße, er fängt an über Wix hier, Wix da, Wix hier, so. In diesem Raum aber ist eine Frau, die dann ein Kind haben soll. Eine sonst was, die hier mit einem Kind haben soll. So. Wo ist jetzt hier die Straftat? Strafrechtlich, also abgesehen davon, dass, damit es klar ist für alle Leute, es war nie ein Kind anwesend. Ne? Ich weiß, das Moment, auch selber noch bestätigt. Leute, ich will nur sagen, wenn ihr jemanden ficken wollt, warte. Bevor ihr durch die Leitung geht und ein Sinan fickt, dass der Scheiße labert. Warum fickt ihr nicht die Frau, die mit dem Kind hier chillt und die Möglichkeit für die Situation schafft? Sie hat die Obhut von dem Kind. Nee. Sie hat die Aufsicht von. Da ist kein Kind, ich weiß. Aber nee, ich will nur. Wie behindert sind alle. Nein, die sind alle nur auf Sinan gegangen. Wenn ein Ali Osman, du Hero hier, wenn du die Olle schon bei dir im Interview hast. Du hast also eine Frau bei dir im Interview, die ihr Kind in eine Situation gebracht hat, die dazu geführt haben könnte. Wir machen Worst Case, weil ja, wir wollen uns selber schönreden. Warum sagst du ihr nicht? Warum fickst du nicht sie als erstes?
Was ist los mit warum dir? Ficken? Und ich bin Heimjunge. Ich habe alles abbekommen. Glaub mir, wenn ihr wüsstet. Warum fickst du die nicht als er? Warum nimmst du die nicht als er? Hör mal zu, die Scheiße. Warum bringst du dein Kind überhaupt in so ein Szenario, dass da irgendein geisteskranker Sinan G reden kann? Wenn es ist ja nicht so gewesen. Da merkt man, ihr seid alle Schwänze. Ja, ihr habt alle nicht eine, ihr habt alle nicht um eine Ecke gedacht, ihr Schwänze. Ja, die wollten alle nur auf Sinan drauf. Ja, und das Schlimme man kann ist, auch Sinan ficken für sein Gequatsche, ist okay. Quatsche kann man ja alles. Ja, ja. Hab ich auch nie was gesagt. Also ich meine jetzt, ich wiederhole mich zum 800. Mal, aber ja, das Gequatsche ist nicht das Problem. Ja. Da können wir, kannst du... Nimm ihn beiseite, wie Manuel auch gesagt willst. Hat, ja, nimm ihn beiseite, pack ihn, du Idiot, du ja, Idiot. Aber, kein Problem. Aber das Problem ist, dass das war schon schlimm genug. Aber ich weiß nicht, warum ein Belasch oder auch andere dann noch was erfinden müssen dazu. Warum? Es war schon schlimm genug. Also du ey, Esel. Ich will nicht, guck mal, ich sag das jetzt nicht, weil ich jetzt so mit ekligen Mitteln spielen will und sowas. Lass mich nicht anfangen darüber, was Boogie mit seinen Ex-Frauen gemacht hat. Lass mich nicht an. Hört auf, komm. Da kommen die größten abgewichst. Da kommen die größten. Mann, der letzte Zuhälter hat sich bei dieser Sache versucht, moralisch zu erheben. So, er hat eine Schnauze. Ja. Den letzten Huhn kam an. Aber bei Boogie nehme ich gar nicht ernst. Für mich ist das, Bruder, ein Boogie. Ich kenne Geschichten von dem, die wirst du auch kennen. Das ist nicht mein Problem bei dieser Sache. Das ist einfach so, die setzen sich dahin und dann machen die so ein YouTube-Tribunal. Zeigen die das Video und sagen, bist du bescheuert? Weißt du überhaupt, wer das ist? Richtig bescheuert, aber ist egal. Die kümmere ich mich. Also auch rechtlich wird das auch nachspielen. Muss man. Was soll ich sonst machen? Muss man. Ja. Ja, also das mal zu dem Thema. Ein paar rechtliche Schritte muss schon sein. Ansonsten, normal und ey, Scheiße reden ist immer noch nicht Scheiße machen. Nur weil ihr durch diese Internetwelt das so ein bisschen ausblendet. Nur weil ihr in dem Augenblick nicht mehr verstanden habt, was sozusagen die Tat ist und was die andere Tat ist. Weil ihr im Endeffekt nicht versteht, dass es so ein Monitor ist, den ihr euch anguckt und dass es so Töne sind und Schaltkreise dazwischen liegen. Dass ihr nicht mehr peilt, Alter, was im Endeffekt die Tat an sich ist und das Scheiße labern. Dass man da nicht differenzieren kann, Alter, ist für mich so absurd. Das ist für mich so richtig so. Mann, die Leute haben richtig Lügengeschichten noch dazu verteilt. Yeah, yeah. Ging ja voll lange. Ich habe ja deswegen ja auch mit Kuchen und Twizz in diesem Talk gehabt und so, weil es gibt halt diese Truppe von Ali Osman, die also in seinem Telegram ist so Dings entstanden, so diese ganzen Papiere von Polizei, er wäre eingeladen, er wäre untergetaucht, er wäre, das ist alles voll der Quatsch, Mann, alles voll der Quatsch, alles Fake und die einfach auch so billig gefotoshoppt, alles, teilweise seinen Namen falsch geschrieben, teilweise das falsch, also, aber okay, ich habe mich ja mit halb Internet, deswegen hey, und ich und keine Ahnung, also ich, wenn wir darüber reden, was Männer und Frauen mit sich und ihrem Dingsbums anstellen und sexuelle Vorlieben und hin und her, habe ich auch wirklich mit meiner damaligen Freundin drüber geredet. So, ich wollte mal ihre Meinung wissen, so, ja. Und, oder so mit normalen Menschen. Und die sagen so, hä, was geht uns an, was der Typ im Schlafzimmer macht? Ja, die Frage ist ja, warum hat sie den aufgenommen? Zwei Richtig. Jahre lang oder eine Zeit? Richtig. Aber wir machen alle unsere Jokes und haha, und ist ja klar so. Aber so, ich verstehe auch nicht, dass man so auf diese Homo-Witze rausholt. Ja. So, Boogie, dein Bruder ist homosexuell. Na krass. Was, ja, so ist doch passiert. Nicht mal, dass er einen Bruder hat. Ja, ein Bruder ist homosexuell. So, wenn keine Ahnung, Alter, wenn morgen, du hast morgen einen Bruder oder du hast morgen, oder keine, ich sage ja nicht, dass Sinan jetzt homosexuell ist, aber fang doch nicht an mit diesen Witzen. Nein, ich meine, die Sache ist, man sieht ja die meisten Leaks, die da rausgekommen sind, ja, 4, 5, 6 Nacktvideos rauskommen in den letzten 2 Jahren, die haben ja nichts mit den Vorwürfen zu tun, die jetzt gerade im Raum sind. Da gibt es einmal diese Ausschnitte, wo du diese Vorwürfe hast. Und dann gibt es ja 4, 5 andere Videos, die damit nichts zu tun haben. Warum sind die denn rausgekommen? Also, oder die alte ist auf jeden Fall. Krass. Ja, wir gehen auch vor Gericht mit der. Also, ja. Und noch zum Abschluss, wenn jemand etwas macht und wenn der Verdacht da ist, dass er, scheiß mal jetzt auf Sinan, sondern wenn generell irgendwo in der Öffentlichkeit der Verdacht entsteht, dass jemand Sachen macht, die nicht gehen. Ja. Anzeigen. Geht doch zur Polizei. Ihr seid doch alle so eine 110er. Ja, weißt du, was auch das Ding ist? Warte mal ganz kurz. Weißt du, was das Ding ist? Nein, warte mal. Wenn du eine Olle hast, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer aus der Sicht so eine Olle, aber anders. Sagen wir mal,
sag mal, du dein Sexpartner, Partnerin sagt dir am Telefon Sachen, wo du denkst, Bruder, das geht nicht, ne? Fängst du an, das aufzunehmen und im Internet zu tun? Du sagst, das doch, sag ich in dem Augenblick, du halt sagst doch vielleicht in dem Augenblick, immer bist du doof? Hör mal auf. Ja. Habe ich mich immer gefragt, aber gut, dann hat sich keiner gefragt. Also ich bin ehrlich, Forensiker. Ich bin ehrlich, jetzt nicht auf dem Thema Kinder oder irgendwas. Es gibt manchmal Sachen im Eifer des Gefechts, die man sagt. Ja, aber oder die mir gesagt wurden, wo ich natürlich dann einen Tag später nüchtern, entladen, guck ich meine Freunde, war schon ein bisschen behindert, oder? Sie so, ich sage ja nicht, dass es dieselbe Nische ist. Nein, was Sina da gesagt hat, war multi hängen geblieben. Aber wir brauchen alle nicht so tun, als wenn ihr nicht wüsstet, was die Intention war. Die Intention war. Das haben alle einfach vergessen. Kickstörung. Sich den Kick abholen. So, und wenn man. Und wir können ja gerne Psychoanalyse machen und wir können gerne darüber reden, warum jemand kickgestört ist. Und dann gibt's tausend Sachen, wo wir jetzt darüber reden können, Alter. Und ich verstehe halt, dass dieses Zusammenspiel mit bring mal das Kind und mach mal so und so, dass es nicht geht, dass es behindert ist. Und das ist sozusagen in dem Augenblick, Alter, hätte mal vielleicht einer ihm sagen müssen, hey, Dicker, reicht dir jetzt, Alter. Lass mal die Kirche im Dorf, Alter. Bist du behämmert? Vielleicht hätte er es dann gepeilt. Er sagt ja immer zu der Alten, was würdest du machen, wenn, was würdest du sagen, wie würdest du mich beleidigen, wenn ich sage, also wenn man das anhört, eigentlich ist einem klar, was da los ist. Auch er will sie demütigen, runter machen. Er will halt, dass sie wütend machen. Ja, aber wie gesagt, entweder sagst du in dem Moment, ey, Alter, stopp mal hier. Oder einen Tag später. Aber warum nimmst du das auf und tust das Internet? Also, was ist das denn? Ich sag dir wirklich, das habe ich dir auch gesagt, weißt du, was das größte Problem war? Sein erstes Statement. Von letztes Jahr meinst du? Oder jetzt? Beide. Ja, kann sein. Er hätte sich hinsetzen müssen, du hättest sagen müssen, Leute, ihr wisst doch, ich bin behindert. Ja, kann sein. Ihr wisst doch, ich bin behindert. Ich bin Knast, hab Haftschaden, ich hab Scheiße gelabert, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe Scheiße gelabert. Ich bin Alter, geisteskranke Sachen gekommen. Ja, ist alles nicht so. Mal im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Ja. Ey, sein größter Fehler ist, dass er nicht darüber nachdenkt, dass er bekannt ist und dann mit so einer Alten die ganze Zeit FaceTime macht und nicht darüber nachdenkt, dass eventuell die ihn aufnehmen könnte. War er denn im Knast, wo er das gemacht hat? Ja, aus der Knastzeit. Schätze mal schon, das ist ein paar Jahre her. Muss eine Knast-Ära gewesen sein. Ach so, auch nochmal krasser. Ja, das habe ich ja immer gesagt. Deswegen FaceTime ja auch nicht treffen. Also weniger später treffen, am Anfang FaceTime. Deswegen, also. Ja, da hat der halt nur dieses eine Mittel gehabt. Ja. Und ist halt absurd geworden. Also kann man ja über alles diskutieren. Für mich ist ja gar kein Problem, ihn zu kritisieren oder auch zu sagen, du, Digga, für mich ist auch gar kein Problem in einer Tag, Digga, ich distanziere mich, kann mir das nicht geben, so bla. Voll okay. Mir ging es ja darum, Hetze, dann dieser Ali Koks-Gesicht, dass er meine Familie so exposed, Adressen, dann Hetze auf uns macht und so. Und dann, dass die Leute im Internet, diese ganzen Reactor, die ganzen Spinner, die wir ja auch alle kennen, dass die da mitgemacht haben, dass sie sich haben instrumentalisieren lassen, Hetze zu machen, Adresse von meiner Mutter zu leaken, die Arbeitsadresse von meiner Mutter. Ey, und dann einfach, was hat das überhaupt noch mit dem anderen Ding zu tun? So? Weißt du, das ist ja zwei verschiedene Felder. Die dann wollen auf Sheriff machen. Einfach auf Sheriff, aber die Hetze mitmachen. So. Ja. Mann, ich habe jedem gesagt, macht, was ihr wollt, kritisiert, macht eure Sachen. Aber macht doch die Hetze nicht mit und verteilt vor allem nicht noch. Das Ding ist schlimm genug. Ich habe genug Kopfschmerzen. Also das einzige Ding, was halt überhaupt nicht geht, so muss man auch ehrlich sein, ist natürlich, wenn du eine öffentliche Person bist, hast du die öffentliche Verantwortung. Genau. Habe ich auch oft nicht verstanden mit irgendwelchen Kassensprüchen. Und in dem Augenblick ist es auch gut, dass die Öffentlichkeit in einem Sinan sagt, bis hier und nicht weiter, geht nicht beiseite. Ja, ja. Geh mal erstmal weg. Nee, es ist, weil man eine öffentliche Person ist. Genau, denk mal über deine Taten nach. So verstehe ich voll. Müssen wir alle auch, wir alle können den auch jetzt nicht, du weißt ja, hier mit Illuminaten und Pushen und mit Connection, ihn jetzt so arschpudern, dass der wieder zurückkommt und dann halt alles egal wäre. Sondern nein, er muss seine Dings, er muss seine Lehren daraus ziehen. Er muss sich rechtfertigen, weil er eine öffentliche Person ist. Wie gesagt, das ist ja auch, guck mal, die Sache ist ja, ich habe mich auch so krass eingemischt, weil klar ist es ja auch mein Bruder und alles, aber die Sache ist ja so, wenn es etwas wäre, was nur ihn betrifft, ne, und die Leute nur ihn auf ihn hacken, dann würde ich mich eher zurückhalten, ihn ein bisschen supporten, so sagen, ja, du musst da durch, ist kacke gelaufen. Aber er ist solche alle Koks-Gesichter, dass der dieser Telegram-Gruppen und so meine Family exposed hat, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich auf jeden Fall so diese Konsequenz machen musste. Ja, das geht gar nicht, Alter. Das ist richtiger Junkie. Machen die da die Welt, und dass die ganzen Reaktoren sich haben von diesem Junkie instrumentalisieren lassen,
Das hat mich, einerseits wundert mich das, andererseits, ey, denen ist nichts zu billig, um Klicks zu machen. Das muss man halt auch sagen. Und in der ganzen Sache, muss ich sagen, gab es ein paar Leute, die wirklich ganz normale, kritische, objektiv und sachliche Videos gemacht haben, wie zum Beispiel Cynic, muss ich auch nochmal Shoutout geben. Du weißt, ist jetzt nicht der krasseste Freund von mir oder so, aber Mann hat einfach sich hingesetzt, ein normales Video guter gemacht. Kumpel auch geworden. Das auch. Ding kritisiert, seine Meinung dazu gesagt, trotzdem nicht nachgetreten, die Family gar nicht mit reingemischt, hat er mit niemandem was zu tun. So. Mann, aber wir haben Leute, die aus unserer Nähe sind, die mit uns teilweise, sagen wir in Anführungszeichen, befreundet waren. Alter, was wirklich, was für schweinische Aktionen die gemacht haben. Wie auch Belasch. Ich meine, gut, der ist nicht mein Freund oder so. Der wird auch niemals mein Freund sein. Aber es setzt sich dahin, Case closed. Und da war ein Kind dabei, Case closed. Und dann, um einen Tag später das rauszuschneiden aus seinem Video, weil das nicht so war. Ja und? Die Creator sind schon da. Das Ding, das, weißt du, das Ding ist so rum. Jetzt hat das, die Hälfte haben das schon so. Du erreichst diese Leute ja nicht mehr. Ja. Mein Gott, Alter. Dieser Penner. Aber ey, auch da gibt es Konsequenzen. Muss. Okay, weiter. So, was ist mit Moses? Wie willst du das jetzt? Das hat wieder ey, bei Moses, wirklich, ich habe eine Rechnung nicht gezahlt. Ja. Ich musste wegen Sample eine Rechnung zahlen. Ja. War 3 Wochen nicht in Deutschland. Ich komme wieder. Er hat alles gemacht, was man machen kann. Mahnung, dies, boom, bam, Anwälte, Helikopter. Als er dachte, ich bin Xavier Naidu. Er hat mich gefickt. Er hätte nur noch bei meiner Mutter anrufen müssen und sagen müssen, ihr Sohn hat mich noch nicht bezahlt. Ich rufe ihn an. Ich besorge mir die Nummer. Ich rufe ihn an. Ich sage, ey, ich versuche nett zu reden, Respekt. Ich so, ey, Moses, Dicker, ist alles okay, Alter? Ich sage, was ist los mit dir? Ja, wieso, was meinst du? Ich sage, ey, Alter, es geht erstens um 4.000 Euro. Wenn wir einmal essen gehen, wir geben... Entschuldige bitte, was ich habe doch. Den GEMA-Sample? Naja, für die Clearance, so Abrechnung. Es, okay. Ey, ich sage, du hast recht. Ja. Sorry. Aber ich war halt nur zu spät, ja, alles gut. Ja, ich habe verpeilt, Alter. Ja. Ich zahle nicht viele, ich kriege ja nicht. Ja, den Clearance habe ich ja nicht. Wenn er zahlt, geht das über direkt von Universal oder was? Ja. Weil die das damals geklärt haben, sondern da gibt es irgendwelche Vereinbarungen. Es wird direkt vom abgerechnet an Leute, sowas gibt's. Ich sag nicht so, ich so, ey und so, tut mir leid. Ja, es geht nur so. Hä? So nach dem Motto, geht immer nur so auf den Weg. Ich sag, warum rufst du mich nicht mal an? Er hat mir auch nie eine Mail an meine Mail geschrieben, sondern immer an eine andere Mail. Ja, warum denn? Du hast schon mal auf eine meine Mail von mir geantwortet. Dann ist doch die andere Mail auch durchgekommen. Ich sag, ja, ich habe mal eine andere Mail, wurde mir mal weitergeleitet oder es kann auch mal sein, egal, kann sein, ja, habe ich verpeilt. Ja, ich verstehe. Ja. Und ich bin nicht so von wegen so, ey, yo, ey, gib kein Geld, 4.000 Euro, tschüss, Alter, wo kommen wir denn? Und vor allem, ich bin ja Fan, Alter, er hat ja Freigabe gegeben, er hat mir ja geholfen. Ist so nach dem Motto, du willst einen Song covern, er gibt Freigabe, muss er nicht. Er kann sagen, verpiss dich, wer bist du? Ja, ich verstehe, was du meinst. So, ich freue mich voll, Moses Pelham, Legende. Bruder, am Telefon hat der, fängt an und immer weiter. Ja, ne, es geht so, Alter, der hat, man merkt, nicht Xavier Naidu hat sein Gehirn gedamaged, Alter, oder wie heißt diese Kraftwerk? Ich schwöre dir, der hat wie ein Staatsanwalt geredet. Ja. Er hat wie ein, und irgendwann bin ich ausgetickt. Ich sag, ey, hör mal zu, bist du Rapper oder Staatsanwalt? Ich sag, bleib doch mal locker, Alter. Ich sag, wie redest du, Alter? Du bist voll der Affe, Alter, was soll das? Du bist doch auch Rapper und so, bleib doch mal locker. Was machst du gleich, diese Anwaltsschiene und so? Ich sag, und dann war er richtig so herablassend. Oder irgendwann hat sich das hochgeschaut und gesagt, ja, und dann war auch so, du weißt so dieses so, ja, wenn wir uns sehen und so, habe ich dann gesagt, da kannst du mir das ja mal so ins Gesicht sagen. Dann so, you welcome, oder er redet ja auch immer so Englisch, was heißt, be my guest. Und dann habe ich halt natürlich immer so gelacht, aber red mal Deutsch, weil dann hatte ich jetzt diese, kennst du ja diese Moses Pelham Rap-Texte? Und dann? Schnaps für alle. Hast du jetzt beglichen, aber? Also ist durch? Nee, mach ich noch. Und ein bisschen ärgern muss ich doch. Die Leute sagen zu mir, Flair ist broke. Warte. Die Leute sagen zu mir, Flair ist broke. Warte. Die Leute sagen zu mir, Flair ist broke. This wird gefändet. Guck mal, wenn man nicht zahlungswillig ist, heißt nicht, dass man nicht zahlungsfähig ist. Und gewisse Leute, die halt irgendwie kein, also Moses, wie gesagt, steht sein Geld zu. Sorry, Moses, nochmal hier. Du bist ein bisschen Dings crazy, aber du bist einfach Moses, Alter.
Ich sag mal, du heißt Moses, Alter. Wie kannst du so reden? Du teilst doch. Und du bist doch Dings, Alter. Moses, was soll ich jetzt sagen? Also zahlungsfähig, zahlungswillig. Guck mal, Leute. Der Rosberg und der Animus und Bushido und der, und meine Wohnung wird gefändet und dies, das. Das ist eh geil mit der Wohnung. Aber ey, geil, sollen die das doch kommen? Ey, diese Wohnung. Diese Wohnung war nur noch eine Toilette. Ja. Billy Wilder Promenade. Wer hat denn nicht schon vor dieser Wohnung gechillt? Als ob ich diese Wohnung noch haben will. Die Finanzierung, guck mal, die Commerzbank, jetzt wirklich Real Talk, es hat auch nichts mit mir oder meinen Finanzen zu tun, hat irgendwann mal vor 2, 3 Jahren komplett voll vielen Leuten die Konten gekündigt. Ja, ja. Irgendeine alte Oma, 80 Jahre, ihr Konto wird gekündigt. Und bei mir war das gerade zu dieser Fanboy-Geschichte. Und ich dachte, jetzt gibt es da irgendwelche... Ja, aber die haben alle... Die haben ja, habe ich gemerkt, das hat nichts mit mir zu tun oder Illuminaten-Shit oder so. Und dann dachte ich mir so, hey, Alter, ich zahle meine Raten, Alter. Ja. Ich habe mit meiner Commerzbank, hab dann ein Konto, zahle meine Raten. Warum kündigen die mir das Konto? Und dann habe ich halt denen gesagt, ey, Leute, Alter, das ist keine Art und Weise. Wir machen hier Geschäft, ne? Warum kündigt die mir ein Konto? Seid ihr bescheuert oder was? Ja. Und da diese Wohnung wirklich, die ist, glaube ich, seit 2 Jahren wirklich nur noch Toilette. Also entweder, kennst du so eine Wohnung, wo die... So, jetzt, ich hau jetzt einen raus. Nee, hau rein. Ah, das ist schön. Kamera ist ja auf dich. Teil doch, Bruder. Also, die filmt auch noch? Ja, alles. Da, okay. Das ist ja das auf dem Laptop. Das ist ja okay. Die hier. Also, kennt ihr das? Also, kennt ihr nicht, aber... Ja, ihr kennt es, aber dann halt... aus meiner Perspektive. Aber vielleicht kennen es Frauen, die haben ein Date. Kriegen so die Adresse per WhatsApp. Klingeln, fahren so hoch. Dann geht die Tür auf. Und dann ist die ganze Wohnung leer und da liegt nur eine Matratze. Das war Billy Wilder Promenade. Ich erinnere mich. Da liegt nur eine Matratze. Ich kenne die Wohnung ja in beiden Sichten. Das heißt, wenn eine Frau kommt, mit der du signalisieren möchtest, ey Baby. Zwischen uns ist nur das eine. Zwischen uns gibt es jetzt keine große Diskussion. Das war Billy Wilder Promenade die letzten 2 Jahre. So. Und in der Zeit bin ich halt umgezogen, Haus gekauft. So, Studio endlich mal, Garten, sogar Rasenmähen und so, voll geil. Und dann kam halt das Problem mit dem Commerzbankkonto. Und immer, ich sage dir ganz im Ernst, so wie ich bin nicht so ein Typ, so wie keine Ahnung, Alter, 90% der Leute da draußen, ey Mann, Immobilien investieren, bla, bum, bang, bam. Das Ding, keine Ahnung, Alter, wird jetzt zwangsversteigert. Also ich habe die Rate nicht gezahlt. Und irgendwann, wenn du die Rate nicht mehr zahlst, wird das Ding halt, sagen die halt, okay, der Vertrag wird gekündigt, ja. Keine Ahnung was so, und jetzt versteigern die das halt. Wenn die das versteigern, kriege ich ja trotzdem mein Geld. Ja, klar. So, das versteht so ein Peter Rosberg und so nicht. Ich habe mich, die Leute wissen... Verstehen die das, aber die wollen einfach, das ist ja auch öffentlich. Ja, und dann kommt er mit dem Finanzamt, ey, ich schwöre dir, ey, Mann, Dicker, Alter, ja, ich schwöre dir. So ey, doch, ich frag mich schon, Mann, Dicker, Alter, ey, ich trage 100.000 Euro Uhren, Alter, und ich komme mit Finanzamt, Dicker, Alter. Aber zu Fisch, ey, ich schwöre dir, Peter Rosberg, du bist so ein Pleite-Alkoholiker, du hast doch nie in deinem Leben Geld gemacht. Quatsch nicht über mein Geld, das Alter. Das erste Mal in seinem Leben, wo er Geld gemacht hat, ist halt mit Bushido. Ja, so. Deswegen setzt er sich ja so ein. So, ich möchte euch damit sagen, damit ihr das mal jetzt versteht, so, weil Animus und mein Animus, der lebt in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Dubai. So, und egal. Guck mal, Geld ist mir nicht so wichtig. Ich bin kein Immobilienmakler. Ich möchte auch nicht in Immobilien investieren. So. Für mich ist, ich mache meine Kunst. Wenn ich dann Geld verdiene, finde ich es geil, dass ich es weiter in Kunst investieren kann, Mucke machen kann. Ich brauche Geld für mein Leben, für die Rente, für keine Ahnung was, für... ja. Coole Klamotten. Und ansonsten, Alter, bin ich wahrscheinlich nicht so geldversessen, wie ihr alle denkt. Oder auf Dingsbums oder auf Reichtum oder hier 80 Immobilien in Starnsdorf. Ist gar nicht mein Film. Und wenn die mal irgendwo merken, Alter, dass es was zu holen gibt, was für Blutsauger, ja? Wie die sich für mein Privatleben interessieren, Alter. Und viele Grüße an die Commerzbank, ihr seid Schwänze. Fuck Commerzbank, Mann. Denen geht's nur um Kommerz. Ihr seid nicht real. Ja, genau, ihr seid nicht real. Die Commerzbank ist genau wie Groovetech. Die Commerzbank ist genau wie Groovetech. Groovetech und Commerzbank ist eins zu eins dasselbe. Du hast doch immer gesagt, die sind cool. Und ich kenne Groovetech auch. Ich muss sagen, ne, ich... Christoph.
guter. Nur super unseriös. Also Christoph, ein alter Homeboy von mir. Ja, aus kannst du ihm sagen, wenn ich ihn sehe. Hör mal jetzt auch. Wenn ich ihn sehe, ey, wenn ich Christoph Ruhe. Sehe, ich werde sehr unseriös sein. Na sag mal aber, warum? Weil ihr, das schien doch, als ob du seinst. Genau, ich, Angebot, genau wie mit Commerzbank. Ja. Angebot gemacht, Handschlag gegeben, irgendwie dann rumgeschwult, also rumgezickt. In den Verhandlungen sollte man ja hart sein, damit, wenn die Verhandlungen hart laufen und jeder zufrieden ist, dann läuft die zusammen. Danach ist gut, ja. Richtig, so. Sagt man so, ja. Sagt man so, ja. Und einfach verhandelt am Telefon, ja, Flair, so dieser Christoph. Ja, machen wir geil, ja, super. Oh Mensch, Monster, du, dein Miesen hätte ein großer Hit. Und dann pushen wir die Single und dann bla bla bla. Ja, und weißt du, was passiert? Nächster kommt eine E-Mail-Absage. So, ach, wirklich? Ja! Auf so ein Gespräch? Auf so ein Gespräch! Und warum? Mit der Begründung? Keine Begründung. Oh. So. Keine Ahnung, komische. Okay. Und ich weiß, woran es liegt, hinter den Kulissen so. Es ist natürlich wieder was Persönliches. Aber darum von mir der Post. Mm. So, und jetzt gucke ich halt, ein Vertriebsziel ist ja für mich ehrlich gesagt nicht so die Wissenschaft. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Aber alter Groove Attack, Belief und so. An alle Newcomer, die zu Belief und Groove Attack möchten, meine Empfehlung habt ihr leider, also kann nur davon abraten, zu diesem Vertrieb zu gehen. Und ja, super unseriös. Hm. Guck mal, wie ich mich so ausdrücke, dass es anwaltlich konform ist. Naja. Und Commerzbank auch. Gebt euer Geld nicht der Commerzbank, macht da nicht, keine Ahnung, Finanzierung für 400.000 und dann rufen die euch nach 5 Jahren an und kündigen euer Konto. Dass ihr die Raten so hinbringen müsst, so bar. Oder von einem anderen Konto dann überweisen müsst, weil die Commerzbank sich zu fein ist dafür. Tja. Also, aber Billy Wilder Promenade bin ich froh, dass ich es los bin, Alter. Kennst du das, wenn du schon reingehst in die Wohnung und du kriegst einen Abturn? Also ich fand die Wohnung. Jedes Mal, wenn ich unten aufmache, ich denke an Farid Bang, Alter. Ich fand, klar, jetzt mit der Adresse und du, ich meine, die Leute wissen das nicht. Auch an alle Rapper, die vor die Tür da gehen, Bruder, der wohnt schon seit Jahren. Nicht. Seit 5 Jahren wohne ich gar nicht mehr. So interessant, dass Leute immer noch da hingehen. Ja, also, ja. Der eine von Bösemann. Ja, er rappt da voll. Pilgerstätte geworden. Ja, du so. Schwanz. Egal, aber interessant. Ich fand die Wohnung aber cool mit dieser Außenterrasse und so. Ich fand es schon cool. Ja, aber Haus ist jetzt geiler. Ja, Haus ist jetzt viel geiler, auch mit dem Keller und so. Auch mit Rasen und so. Ich finde es richtig geil. Und Haus war 2 Millionen. Ja, das. 1,1. Dafür muss ich noch ein bisschen twitchen. 1,7 Millionen. Nicht, dass da Dings kommt, Alter. Nicht, dass da die Commerzbank auf Ideen kommt. Gut, sind wir durch oder was? Hä? Ich weiß nicht, also wir haben 3 Stunden Interview gemacht. Ja, ist schon 3 Stunden jetzt? Ja, 3 Stunden. Okay. Haben wir noch irgendeinen den Ficken gehabt? Wer ist noch wichtig am Ende? Ach, Science wolltest du noch am Ende? Simon. Also, guck mal. Wenn ich jetzt so offen darüber reden wollen würde, hätte können. Die Mackies sind autark. Die Mackies sind autark. Hätte wären können. Ja, dann, dann würde ich private Sachen erzählen, ja, die würde zu weit gehen. Ja, so. Und da der sie und ich bin ehrlich jetzt, eine Sache kann ich erzählen, das Ende war nicht schön. Echt, ja? Also ich dachte. Ja, das Ende war nicht schön. Aber das Ende, guck mal, ganz wenig Menschen kriegen so ein Ende auch schön hin. Also gerade mit so einem Typen wie mir. Weißt du, mit mir musst du das schaffen, dich hinzusetzen, musst sagen, ey Flair, guck mal, Baller Liebe, lass mal jetzt treffen, face to face, lass mal reden. Okay. Dann weißt du, wenn Flair kommt, dann ist erstmal so, ey, was meinst du? So, nach 5 Minuten, wenn du cool bist, bin ich auch cool. Aber erstmal sage ich natürlich so, hey, wie? Was ist doch immer los? Ja. Weil sowas kommt dir auf einmal aus einem Nichts. So, und wenn du mit jemandem jeden Tag bist, Dann fühlst du dich ja hintergangen. Es ist wie deine Freundin auf einmal, die auf einmal sagt, ich liebe dich nicht mehr. Dann sagst du auch, hey, was ist jetzt los, Alter? Wir haben doch letzte Woche, waren wir doch noch auf dem Rummel. Ah, ja. Verstehst du so? Mhm. Das heißt, den Step zu schaffen oder so straight zu sein und so, schaffen ja nicht viele. Mhm. Und bei allem guten Charakter, den der Simes hat, das hat er halt nicht drauf. Ich will nicht sagen, dass er einen schlechten Charakter hat, aber er ist halt kein direkter Typ, Leute wissen das. Und wenn ich jetzt, ganz kurz, ganz wichtig, wenn ich jetzt eine Charakteranalyse machen würde, dann wäre das halt nicht, also es ist jetzt nicht fair, darüber zu reden so, weil es hat ganz andere Hintergründe, warum er als Mensch so ist, wie er ist. Und jetzt bei diesem einen speziellen Thema, warum ich mir halt gewünscht hätte, dass man da halt mehr straighter ist, so, aber ich weiß,
dass er es aus bestimmten Gründen einfach nicht kann und es ist nicht böswillig. Mhm. Und deswegen hat er halt so einen Abgang gemacht, so ja, mehr oder weniger schön, war nicht die feine englische Art. Aber ich vergesse halt auch nicht die Zeit und die Loyalität. Mhm. Und die Zeit, die er reingesteckt hat. Natürlich, das Einzige, was mich persönlich als Rapper nervt und als Künstler nervt, ist so, er hat die Beats nicht alleine gemacht, ich habe die mit ihm immer gemacht und habe dann trotzdem gesagt, yo, Science hat den Beat gemacht und hier 100% GEMA und hin und her. Deswegen ist, ich verstehe schon, dass Leute immer mir gerne absprechen, was ich so kann, genauso wie, dass ich, was ich mit 1000 anderen Typen in der Szene entwickelt, gemacht, getan habe. Aber der Science selber ist auf jeden Fall erstens dankbar, zweitens würde der wahrscheinlich, wenn man ihn privat und unter vier Augen nach mir, wenn er eine Meinung zu mir hat, denke ich auch, dass er genau weiß, was meine guten Seiten sind. Er weiß auch, wo meine schweren Seiten sind. Aber wenn man so lange zusammen war, das darf man nicht vergessen. Ja, 100%. Also ja. Ich mag ihn gerne. Ja. Der ist ein Guter. Ist ein Guter und der hat für dich, also der hat dir nur Gutes getan, so im Sinne von, ja. Ja. Ich kenne ja auch eure Probleme, aber ich finde sie jetzt, ich finde die in Anführungszeichen Probleme, die ihr hattet, eher vernachlässigbar. Es ist so ein bisschen, er ist halt sehr wortkarger Typ. Du bist genau das Gegenteil. Ja, ja. So und dann, ja. Ich finde, das Beste ist, ganz kurz, ja. Das Beste mit der Sime-Situation ist, macht es mit der Sime-Situation wie immer bei Flair, gib mir die Schuld. Sag einfach. Kein, aber es oder? Gibt bei der Sache gar keine Schuld. Es ist, sag denke, aber, nee, weil wenn ich jetzt wirklich anfangen würde, den Leuten zu erklären, warum und warum er so kann, nur kann, wie er kann und ich nur kann, wie er kann. Wenn ich jetzt anfange, dann, das geht ins Privat, das mache ich nicht. Nee, bei ihm mache ich das nicht. Nee. Weil er ist auch kein öffentlicher Typ, das wäre unfair. Das ist genauso wie mit, ich habe mal was über Tombone gesagt. Und dann muss ich mich auch bei Tombone entschuldigen, weil Tombone ist kein Typ, der bei Social Media hängt. Kann sich nicht wehren. Er kann sich nicht wehren. Sinne, ja. So. Naja, finde ich auch unfair. Also man kann und dieses dreckige Wäsche waschen mache ich mit ihm nicht genauso, wie ich es mit einer Ex-Frau nicht mache. Ja. Ich habe auch 12 Jahre lang eine Freundin gehabt. Ich fange jetzt nicht an, erstens gibt es nichts Schlechtes über sie zu reden und zweitens sind wir noch gut im Kontakt und drittens, selbst wenn es macht, das ist so, man ist so Familie gewesen, du bist der größte Hurensohn und wenn du dann auf einmal kippst und so, ja jetzt, das gibt's bei mir nicht. Aber deswegen sage ich für die Öffentlichkeit, ihr könnt einfach, ihr wisst, auf jeden Fall ein Teil schuld davon bin ich mit meiner Art. Sowieso, Real Talk. Das heißt, könnt ihr gleich auf 100% machen, dann ist das Thema durch. Ich bin schuld wie immer. Ja, also gut. Wie gesagt. Flair wollte zu viel arbeiten, Flair ist zu laut, Flair, so, das war's. Ja, gut. Ist doch ein gutes Abschlussstatement, oder? Ja, Flair ist schuld. Flair hat alles erfunden und Flair ist auch schuld. Ja, genau. Vielleicht willst du abschließend, ich glaube, so in der Luft hängt noch ein kleines bisschen, warum twitchst du nicht mehr? Kannst du das nochmal sagen? Ich meine, ganz am Anfang haben wir gesagt, oder haben wir das geklärt eigentlich? Warum twitchst du nicht mehr? Du siehst dich da nicht. Ich sehe mich da nicht. Das haben wir geklärt, weil wir haben so lange geredet, ich habe es ja schon wieder vergessen. Also das Einzige, was wirklich gut war bei Twitch, wo ich auch dankbar für bin und so, ist der Kontakt mit den Fans, dass sie im Discord geredet haben. Ich finde ganz ehrlich, ne, das kannst du auch machen immer noch über Flair Call bei mir oder halt selber bei Discord, aber halt weniger. Irgendwann wurde es, glaube ich, ein bisschen zu albern. Digga, und ich bin auch wirklich ich will mich als wie gesagt, ich will nicht den durchgestylten Shinny machen, der dann immer nur mit 6 Espresso und so sitzt im Interview so. Ja, du bist ja normal. So, dann so, ja. Ich mag auch dieses so nah, ein bisschen nahbar und so rougher und mit Herz auf der Zunge. Aber Twitch war mir dann auch schon zu viel so auf. Zu nah. All day. Ich finde, dass guck mal, es gibt genau 2 gegensätzliche Sachen, die ich sehe. Es gibt 2 Gegensätze. Einerseits finde ich, wenn du das durchziehen würdest, so wie ich, so das Fulltime, ne, dann glaube ich, dass du Potenzial hättest, monströs abzugehen. Ja, aber dann bin ich kein Rapper mehr. Genau, das wollte ich gerade sagen. Dann ist aber Rappen vorbei auch. Also du kannst natürlich mal einen Song machen. Ja, man kann mal einen Song machen. Ja, aber dann ist Rappen vorbei. Nee, alles gut. Genau wie Joe Budden. Guck mal, das ist wie Joe Budden. Ja, wenn du Joe Budden machst, genau. Dann mach nur das. Ja, ich hab dir das ja letzte, vor 4 Jahre her, habe ich dir gesagt, ey, ich glaube, du bist so, du könntest
auch von deiner Mentalität, auch von deiner DNA. Du bist so ein Joe Budden-Typ, du fuckst viele ab durch deine Mama, blablabla. Aber man hat Bock, dir zuzuhören, wenn du über Rap redest und so weiter. Und Joe Budden ist ja genauso. Klar ist er auch ein krasser Rapper und alles. Ey, der ist ein unglaublicher Rapper. Eminem hat ihn gesigned, so. Das würde er ja nicht einfach so machen. Ja, aber Joe Budden war eigentlich so ein Last Unlimited Rapper. In Ordnung. Aber ich will sagen, was ich sagen will ist, natürlich ist der Move danach, bist du kein Rapper mehr. Das muss man verstehen. Es geht nicht beides. Ja, und bei mir ist wirklich so das Ding, als allererstes sowieso bin ich kein Rapper, sondern ich bin Writer. Ja. Nie weggehen. Dann bin ich jemand, der Bock hat, Marken zu erschaffen. Das bedeutet, ich wollte vielleicht auch mal zeigen, wie es ist, wenn ich als Marke auch bei Twitch bin, wie das aussieht. Und so hast du ja gemerkt, ich wollte dich ja gleich ficken mit, ey, yo, no rich parents und wir machen den Namen oder den Namen. So. Und ich sag dir auch, zieh mal einen Pulli an, wenn die ein Interview machen, weil ich mag es halt, Images und Marken zu kreieren. So. Das ist mir halt wichtig. Und in der Corona-Zeit war das halt super wichtig. Und da haben wir es halt alle mal gemacht. So. Aber wenn ich morgens aufstehe und wenn du mich jetzt fragst, was ist mein Drang zu arbeiten und was ist mein Drang, was zu erschaffen und was zu sein, dann sage ich zu dir, für mich ist so dieses Rap-Ding, die Ziele im Rap-Game sind die, die ich wirklich so will. So. Und eine Sache, die ich mit Twitch auch machen wollte und eine Sache, die ich auch mir, ist mir gestern das mal richtig wieder eingefallen. Warum Twitch mal gut war und warum gewisse neue Sachen und gewisse Abwechslung auch mal ganz gut tut. Ich habe ein Riesenproblem, also ich hab einen Riesenfehler gemacht in meiner Denkweise die letzten paar Jahre, dass man irgendwann durch die Routine und irgendwann durch diesen Status und durch diese Öffentlichkeit und durch dieses Image irgendwann halt auch in dieses Loch fällt, dass man einer Erwartung entsprechen muss oder einer Erwartungshaltung der Leute, einem Schema, der irgendwie entsprechen muss, dass man morgen aufwacht und irgendwie so denkt, so man müsste irgendwas für die Leute tun oder man müsste was für die Öffentlichkeit tun, damit man irgendwie dem gerecht wird. So. Und deswegen war irgendwie Twitch ganz geil, weil ich mir so dachte, Mann, scheiß drauf, ich mach's jetzt, ich hab Bock drauf. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde wieder Musik machen, aber ich werde Musik so machen, dass ich sage, ich mache Musik, dass ich sage, ich blende komplett, Alter, aus, was irgendjemand von mir erwartet oder irgendjemand erzählt, weil wir ja heute auch auf jeden Fall rauskristallisiert haben, dass dann 99% der Leute im Internet sowieso hängen geblieben sind und nicht die Realität sind. Hast du vorhin auch gesagt, im Supermarkt. Ich meinte, ey, wie kannst du einfach durch die Straßen laufen? Ich find's voll anstrengend. Dann sag Bruce, Digga, es gibt mir halt ein reelles Feedback, dass die Leute mich abfeiern. Und ja, also abfeiern, also ich habe das, ich würde so sagen, das ist ganz wichtig, auch für vielleicht Leute da draußen, alle, die auch vor dem Bildschirm arbeiten, wie wir. Das Ding ist halt, wenn du nicht rausgehst, wenn du nicht ständig, also ich spaziere gerne einfach rum. So, ich finde das jetzt auch nichts, was Besonderes ist, aber das gibt mir ein gutes Reality-Check. Richtig. Ne? Und ich habe halt wegen der ganzen Sinan-Sache im Internet natürlich sehr viel Hass erfahren, sehr, sehr viel. Aber auf der Straße genau das Gegenteil. Und das hast du nicht erwartet, man weiß es ja nicht so, ne? Und die Leute kommen, ey, halt durch, ey, Dings, Abi, hier, Foto, da, Foto. Und dann habe ich gecheckt, okay, Alter. Wieder einmal gecheckt. Man checkt es ja immer wieder, aber man vergisst es auch einfach wegen dem Druck, dass du checkst, ey, die Leute kochen nur mit Wasser. Und wenn, vor allem viel trollen auch nur. Viele hassen so, weil es macht gerade Spaß, piesacken dich und so. Viel ist das so. Weil wenn die dich sehen, ist das anders. Und diesen Reality-Check braucht man. Einfach dieses Rausgehen, mit den Leuten sprechen. Und deswegen habe ich es auch geliebt, als DJ viel unterwegs zu sein. Das ist was ganz anderes. Ja, und wir haben irgendwann mal angefangen, wir sind alle nicht normal arbeiten gegangen und haben alle nicht diesen normalen Werdegang durchlebt, weil wir uns ausleben wollten und weil uns egal war, was andere über uns denken. Ich muss nicht meiner Mutter gefallen, ich muss nicht meinem Vater gefallen, ich muss nicht dem Lehrer gefallen, ich muss nicht der Nachbarschaft gefallen, so. In dem Sinne, ich kann machen, was ich will und mein Leben ist ein extremes Leben. Nur irgendwann entsteht durch die Öffentlichkeit dann halt so eine Erwartungshaltung, so, und dann fängst du halt an mit und das ist so ein Ding, wo ich im letzten Jahr so einen Multi-Upturn bekommen habe. Naja, ich habe so einen krassen Upturn auf Musik und auf alles und auf Flair sein bekommen, so, weil ich die ganze Zeit nur sozusagen da dem hinterher renne, so dem vermeintlichen Erfolg. So. Ja, ja. Mann, und früher, weißt du, was früher Erfolg war? Was Cooles machen, cool sein, fertig. Cool sein. Den Respekt bekommen von einem Writer, den du geil fandest. Ja. Wenn der gesagt hat, geiles Bild, ne? Feierabend. Ja, ja. Feierabend. Das hat sich halt irgendwie total verändert. Also jetzt ist die Leute, die nicht wissen, wovon sie, wie gesagt, nicht immer alle Scheiße reden im Internet. Gibt ja auch Fans und gibt Leute, die Nein, die ist auch in Ordnung, aber es ist auch in Ordnung so. Aber diese ganzen, alle Twitcher, alle YouTuber, alle Leute, die sich die Zeit nehmen, um einen Kommentar für mich zu schreiben und so, keiner fragt euch.
Ihr seid nur Nervensägen. Und die Verantwortung an die Masse. Mal hier ein Statement an die Masse. Ich rede jetzt hier zu euch wie so ein Obama. An die Masse. So, ey, ihr macht gerade die Party kaputt. Keiner hat mehr Bock auf euch. Und keiner hat mehr Bock, irgendwas dazu. Keiner will mehr den Whisky mitbringen. Keiner will mehr die Cola mitbringen. Keiner will die Chips mitbringen. Keiner will die Gummibärchen mitbringen. Weil man weiß, man gibt sich Mühe, kommt zu der Party und hat dann nur irgendwelche Typen, die ganze Zeit rumnörgeln, die eh alles besser können. Und von euch kann keiner irgendwas besser, weil sonst würdet ihr vor der Kamera sitzen. Ja, ihr würdet jetzt hier sitzen und nicht, ihr würdet nicht da unter der Kamera, unter dem Display was kommentieren. Mhm. Habt ihr das begriffen? Der einzige Unterschied, warum wir cool sind und ihr weniger cool, ist, ihr guckt uns zu, wie wir hier quatschen und euch irgendwas erzählen. So. Und heißt nicht, dass alles cool ist, was wir sagen. Heißt doch nicht, dass alles richtig ist, was wir sagen. Heißt doch nicht, dass wir immer geile Sachen sagen. Heißt doch nicht, dass jeder Song von mir geil ist und so. Aber ihr macht gar nichts. Ja, also nicht alle. Aber nicht alle, ich rede von denen, die wissen. Und das kann man auch alles so, ey Flair, warum siehst du das denn nicht gelassen und nicht mit Abstand? Nein, weil ihr reinscheißt. Und ihr habt alles kaputt gemacht. Das Internet hat alles kaputt gemacht. Guckt euch die Menschen draußen an. Wie hängen geblieben alle geworden sind. Die kaufen blauen Haken bei Instagram, denken, die sind Stars. Ihr seid keine Stars. Wenn morgen Instagram vorbei ist, keiner kennt euch. Verstehst du? Hast du schon X eigentlich auf dem Handy? Du meinst Twitter? Ja, hab ich. Ja. Was heißt das? Der hat den Namen einfach geändert. Ist der behindert? Elon Musk hat einfach Twitter gelöscht, hat Namen geändert, Logo geändert, alles so. Das heißt jetzt X. Jetzt hast du das X, ja. Scheißname. X.com, ja. Bruder, ja. Ich will nur sagen, ja, alles gut. Also mit blauer Haken kaufen ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ja, gut. Lass mal für heute, lass mal den ersten Teil. Yeah. Der zweite Teil kommt dann noch. Players back. Vibe 2, ich bin back. Ja, wann? Ich mach jetzt an. Ich habe ein paar Songs, aber ich mach dann. Box gibt's auch, ne? Mit der Mega-Jacke, hast du gesagt. Na, die Jacke habe ich fertig, weil ich mache die ja selber so. Ich habe ja meine eigene Produktion, also meine eigene Firma, die das produziert und designt und macht und tut. Aber ich suche jetzt gerade Vertriebsstile. Aber was ich reinpacke in die Box, habe ich mir schon vor einem halben Jahr. Wollte schon so eine Jacke machen. Und ich fange jetzt an, das Album zu machen. Neue Produzenten sind bei mir. Wir fangen langsam an, warm zu werden und Gutes. Okay. Dieses Jahr noch? Aber weiß man nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, dieses Jahr noch. Halbes Jahr noch, ja. Schon. Okay, Leute. Freunde, seit langem mal wieder ein Was-Los-Podcast. Der Real Talk mit Flizzmaster. Ich weiß nicht, Real Talk. Damals in den 90ern war das besser. Damals in den 90ern. Du weißt, Kreuzberg. Wir sehen uns im Outro gleich nochmal wieder, Freunde. Bis gleich. Freunde, yes, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schreibt mir zu den einzelnen Themen, zu den Themenblöcken gerne eure Meinung in die Kommentare. Grüße gehen raus natürlich an Flizzmaster. Wer soll als nächstes zu was loskommen? Und ja, es geht wieder los. Wir machen jetzt wieder regelmäßig was to the motherfucking los. Ich hoffe, es klappt, dass wir es regelmäßig machen. Ihr kennt diese Ansagen auf YouTube. Jetzt hier wieder. Ne, aber wir werden das schon schaukeln. Das Kindchen wie geschaukelt. Freunde, wir werden das schon schaukeln. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung oder auf Twitch, wenn es wieder heißt Boo Snitch. Freunde, Gangzeichen, damit alle wissen, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung, Freunde, ich bin raus.